Sehr schön. Ja, hallo, liebe Zuschauer, unsere erste Live-Sendung. Wir sind alle ein bisschen aufgeregt, was da jetzt gerade so passiert. Wir sehen, wow, 100 Leute schon Ja, dabei. hallo, liebe Herzlich Zuschauer, unsere willkommen. erste Live-Sendung. Ja, Wir da muss sind ich alle ein gleich bisschen mal. aufgeregt, Da was gibt es ein die Echo. Entschuldigung. Da halt was nach, ja. Entschuldigung. Wir sind, wie angekündigt, das erste Mal live und die Frau macht auch noch die Technik. Das ist eine schwierige Kombi. Also nochmal herzlich willkommen und wir freuen uns riesig. Wir hatten schon ein schönes Vorgespräch und wir haben auch beschlossen, dass wir es heute mal ganz locker angehen und euch mal zuprosten. Prost zu Hause. Wir haben uns Auf die alle schöne neue Zeit. Jawohl. auf einen schönen Abend. Und wir sind ganz international heute. Ich bin bei Sturm, Donner und Blitz am Bodensee. Franz ist bei gefühlten 30 30 Grad. Grad in Niederösterreich an der Donau. Und Peter? Ja, ich bin bei gefühlten über 30 Grad in Venedig und habe mir jetzt hier noch bei der Bäckerei nebenan einen Plastikbecher, einen Pappbecher besorgt, weil ich hier keinen habe. Ich trinke auch Rotwein, ne? Also ich oute mich. Ein Kaffee, es ist auch Rotwein. Ja. Man improvisiert dann eben, Genau. Ja. genau. Ja, und liebe Zuschauer, es wäre toll, wenn ihr euch mal kurz meldet im Chat. Hört ihr uns alle gut? Ist der Ton gut? Ist das Bild gut? Ist alles gut? Und dann leiten wir auch gleich den Abend ein. Wir warten noch. Wie sieht's aus? Hört ihr uns? Ihr könnt auch einfach nur so Daumen hoch machen. Alles bestens steht da, wunderbar. Also ich sehe den Chat nicht, muss ich Ich sagen. sehe ihn auch nicht. Wir nutzen das System ja auch zum ersten Mal. Also ich sehe ihn auch Ihr nicht. seht den nicht, aber mir ist der automatisch da. Wenn man den Bild irgendwie und aktiviert. super. Das haben wir natürlich nicht getestet, ne? Ob wir den irgendwie aktivieren können, dass wir den alle sehen. Das war. Ah, man muss da, glaube ich, auf Comments umschalten. Aha. Vorher war er Was da. uns weiter Ah, jetzt. Chat Comments. Sehr gut. Ja, jetzt sehe ich auch Aber einige. jetzt, glaube ich, nur zwischen uns dreien. Hallo. Und die Comments kommen von allen anderen. Okay, Ja, wunderbar. also da einiges schon zu lesen. Okay, super. Sehr schön. Super. Ja, also man scheint uns gut zu hören und zu sehen. Da ist alles bestens. Vielen Dank für das Feedback gleich. Wir sind in Kommunikation. Perfekt. Und jetzt würde ich einfach vorschlagen, dass wir haben ja gesagt, wir stehen heute wirklich für euch parat, für eure Fragen und Antworten. Natürlich allgemein, was ihr meint, was wir euch beantworten können, aber auch konkret zu den Gesprächen und Sendungen, die wir bisher gemacht haben. Und wenn ihr die Frage von jemand bestimmtem beantwortet haben möchtet, dann bitte schreibt es auch so rein. Frage an Franz, Frage an Peter, Frage an Sandra. Und ansonsten, wir werden jetzt einfach auch schauen, wie wir nebenher mitkommen mit dem Lesen. Seid uns nicht böse, wenn mal eine Frage durchgeht, aber wir bemühen uns wirklich, alle wichtigen Fragen für euch von Herzen zu beantworten. Legt los, wir sind bereit. Schön, dass ihr da seid. Alles perfekt. Ja, so können wir den Abend natürlich auch verbringen. Kein Thema. Ihr könnt uns auch einfach den ganzen Abend Komplimente machen. Ja, solange die Getränke nicht ausgehen, halte ich das aus. Grüße aus der Badewanne, ich bin hier auch sehr interessant. Also ihr wisst ja, wir trinken jetzt immer, wenn wir Pause haben, einen Schluck Wein. Überlegt euch gut, wann ihr die Fragen stellt. Ich schreibe dir mal was wegen meinem Mikrofon. Ja. Ich habe mein gutes Mikrofon jetzt nicht in Italien mit dabei. Ich hoffe, es geht, wenn ich ein bisschen näher rankomme und lauter spreche. Ich hoffe, dass es so geht. Ja. Ich sehe da, glaube ich, die erste Natürlich. Frage. Wann meint ihr, endet die Maskenpflicht für Kinder in Deutschland? Ja, soweit ich mich informiert habe in diversen Kanälen, und die sind natürlich jetzt nicht die zuverlässigste Quelle, das muss man dazu sagen. Aber es wird vermutet, dass irgendwann im August
in Deutschland eigentlich sämtliche Corona-Maßnahmen fallen werden. Ja, wenn wir Glück haben, dann sind wir im September die ganze Sache los. I don't know. Kann ich sagen. Ich habe ein Meeting. Ich sehe hier eine Frage an mich. Was tut sich im Finanzhintergrund in Österreich und Deutschland? Es ist in Wirklichkeit global in 208 Staaten überall dasselbe. Es steht vermutlich tatsächlich Gisara vor der Tür. In einigen Ländern ist es inoffiziell schon eingeführt worden, vor allem in spanisch sprechenden Ländern. Also in Südamerika, in Mexiko, Kolumbien, angeblich auch schon in Spanien. Dort wurden die Schulden der Menschen schon erlassen. Ursprünglich wollte man, dass die Vereinigten Staaten damit beginnen, und jetzt sieht es so aus, als wären dann die USA die Letzten, die also diesen Reigen dann abschließen. Momentan erfährt man offiziell von den Banken dazu noch gar nichts. Angeblich haben die Stillschweigeabkommen unterschrieben und sie dürfen das erst veröffentlichen, wenn alle damit an die Öffentlichkeit gehen. Spannend. Was meint ihr, wann das Corona-Narrativ allgemein in Deutschland, Österreich, Schweiz Region zusammenbricht? Ja, Peter? Also ich wollte nochmal, wenn so die Frage kommt, gleich mal dazu sagen, dadurch, dass ich ja in Österreich arbeite, aus Deutschland komme, da auch schon wieder das erste Seminar hatte, dann hier jetzt in Italien bin und von Italien direkt in die Schweiz fahre, dass man vor allem jetzt im Moment eins sehen muss, dass es in unterschiedlichen Ländern mittlerweile wirklich sehr differiert. Also ich bin mal sehr gespannt, wie es jetzt ist in der Schweiz, weil da soll ja ziemlich, haben wir gerade drüber geredet, alles wieder aufgehoben werden zum 19.07. Italien ist im Moment so, wenn man mit dem Test über der Grenze drüber ist, oder ich habe ja Antikörper, also wenn man das einmal ausgewiesen hat, dass man sich eigentlich in Italien komplett frei bewegen kann, ohne irgendwie testen oder sonst irgendwas zu müssen. Maskenpflicht ist in Venedig nur noch auf dem Vaporetto, also auf diesen Wasserbooten. Und wenn abends Italien Fußball spielt, haben wir auch gerade darüber geredet, liegen sich, wenn die ein Tor schießen, 1000 Leute mit Umarmung umarmen sich, aber da ist dann nichts mehr mit genesen, getestet, geimpft. Aber man merkt auch einen Generationsunterschied mittlerweile. Also man sieht dann zum Beispiel schon in Italien, dass die älteren Menschen öfters noch eine Maske aufhaben. Die haben also steigere Ängste dann noch. Und die Jungen sich so bewegen, als ob es nie Corona gegeben hätte. Also ich glaube, man muss jetzt wirklich langsam auch differenziert schauen, wie ist das in bestimmten Regionen von der Gesetzeslage, von der Mentalität, von der Information und auch vom Alter. Also ich glaube, wenn wir uns nochmal so über das Thema Spaltung auch in Verbindung mit Corona unterhalten, ich hoffe mal, ich bin mal gespannt, wie die Generationen das wegstecken. Wenn ich jetzt an die Kinder denke, die jetzt zwangsbeglückt werden sollen mit einer Impfung, die sich im Moment noch nicht so richtig wehren können und vielleicht in ein paar Jahren da mal drüber nachdenken, was man ihnen dazu gedacht hat. Wenn ich die Jugendlichen sehe und wenn ich dann eine gewisse Altersgeneration sehe, das wird schon noch spannend bleiben. Glaube ich jetzt. Und sehr unterschiedlich. Ja, Sandra, da war noch die Frage, wann dein Buch erscheint. Jetzt ist sie gerade weg. Aber ja, das ist eine... Danke, ich habe es gesehen. Es ist eine gute Frage. ich weiß es auch nicht so genau. Also es war auf jeden Fall für Sommer geplant. Jetzt ist gerade beim Verlag viel los. Jetzt ist mir noch eingefallen, dass ich noch eine Passage mit aufnehmen möchte. Und jetzt verzögert sich's noch mal um ein paar Wochen. Aber ich gehe schwer davon aus, dass es im August rauskommt, allerspätestens September, aber eher August, weil ursprünglich war es auf Juli geplant. Und jetzt haben wir eben eine kleine Verzögerung drin. Ich freue mich, wenn ihr drauf wartet. Ja, die nächste Frage betrifft Cyberpolygon. Soweit ich mich darüber informiert habe, handelt es sich wieder mal um ein Narrativ aus dem Umfeld von Klaus Schwab und dem World Economic Forum. Ja, die machen da jetzt wieder mal so eine Übung. Aber man muss schon auch etwas dazu sagen. Es ist zu erwarten, dass es einen globalen Blackout geben wird, das Stromnetz betreffend. Angeblich werden wir global auf die freie Tesla-Energie umgestellt. Und ich kann mir vorstellen, dass etwas Ähnliches dann mit dem Internet auch passiert. Ein neues Internet, das die alte Funktionalität abdeckt, aber intern etwas anders funktioniert, ist ja schon seit vielen Jahren vorhanden. Ja, das müsste ja eigentlich nur noch an bestimmten Switches umgeschalten werden und dann wäre es sofort in Betrieb.
Aber da ist es ähnlich wie beim Stromsystem, da wird es dann auch eine Art von Blackout geben. Ob das dann nur ein paar Stunden sind oder 2, 3 Tage, kann ich beim besten Willen nicht sagen. Aber ich denke, wir werden da gut drüber hinwegkommen. Wir werden da dann wahrscheinlich auch auf anderen Kanälen informiert werden. Also du gehst davon aus, ich frage jetzt auch nochmal, dass wir einen Ausfall haben könnten, aber einfach dann zum positiven Übergang. Es wird so angekündigt, aber es wurde auch gesagt, dass das nicht sehr lange sein wird. Man hat ja lange von diesen 10 dunklen Tagen gesprochen und davon spricht man jetzt immer weniger. Ja, es scheint so zu sein, dass das vielleicht nur 2 oder 3 Tage sind im höchsten Fall. Und es wird immer noch empfohlen, für 1, 2 Wochen Lebensmittel im Haus zu haben. Ich muss ehrlich sagen, bei dieser Hitze, bei der Temperatur, da reicht mir frisches Wasser. Also wenn ich da mal ein paar Tage faste, dann kommt mir das eher entgegen, ja, als dass ich das als Leid empfinde. Und von daher, glaube ich, werden wir es gut überstehen. Frage an dich, hast du sie gelesen? Wie begründest du die Zuversicht, dass wir nicht noch weiter in der Freiheit eingeschränkt werden? Sandra. An mich? Ja. Das habe ich so nicht geäußert, dass wir nicht weiter in der Freiheit eingeschränkt werden. Und ich finde es auch, ja, wir stehen für Fragen zur Verfügung, aber wir stellen uns doch auch nicht als Propheten dar. Ja? Also wir haben nicht die Glaskugel, mit der wir jetzt eindeutig in die Zukunft blicken können. Wir können auch Tendenzen abfragen, wir können über unsere Informationen sprechen. Und meine Aufgabe ganz konkret, die ich auch mit Teki vertrete, ist, dass es letztlich uns egal sein muss, was gerade im Außen passiert. Denn wenn wir auf unserem Surfboard stabil stehen, dann reiten wir jede Welle. Und das muss aus unserer inneren Kraft kommen, aus unserer Zuversicht. Daher kommt die Zuversicht, weil ich weiß, dass ich stabil bin, dass ich jede Welle reiten werde, dass ich mit jedem Problem umgehen können werde. Und dazu möchte ich eben andere Menschen auch mobilisieren. Und das ist schon mal das Wichtigste. Mir ist es, natürlich hätte ich gerne, dass ab morgen wir alle in der 5. Dimension sind und einfach alles gut ist. Und egal, ob mit Nesara, Gesara oder anderen Dingen, einfach in einer Welt leben, so wie ich das auch sehe, wie wir drauf zugehen, in der wir völlig anders miteinander umgehen, ja, in der dieses Duale aufhört, in der es nur noch Polarität gibt, aber nicht mehr diesen Kampf untereinander und diese Konkurrenz und diese Spaltung und so weiter. Aber ich sehe da schon noch einen Weg dahin, ja, auch wenn wir uns, wie sagt man, sprunghaft entwickeln, also das geht nicht langsam so, sondern es macht immer wieder Sprünge und das kann man dann auch nicht so gut vorhersehen, aber grundsätzlich, ich habe die Zuversicht in mir, weil ich weiß, am Ende geht es gut aus. Ob das jetzt im September ist oder im Dezember oder erst im Februar, das ist mir relativ egal. Ja, dann ist hier eine Frage an mich zum Geldsystem. Wann wird aus deiner Sicht das jetzige Geldsystem kippen und wie würdest du mit größeren Geldmengen auf deinem Bankkonto umgehen? Ja, also kippen. Am Kippen ist es bereits. Wir haben eigentlich jetzt gerade in dieser Phase schon die Umstellung. Es ist dann noch die Frage, wie das nach außen politisch der Bevölkerung kommuniziert wird. Aber ich gehe davon aus, dass auch diese öffentliche Erklärung und möglicherweise auch die Umwechslung unseres Euros in was auch immer nachher kommt. Es kann sein, dass wir wieder Schilling und D-Mark bekommen. Es kann genauso gut sein, dass wir auf irgendeinen goldgedeckten Dollar umsteigen, den es dann auch wieder nur als elektronische Währung gibt. Ja, da bin ich mir selbst auch noch nicht sicher, was kommen wird. Aber eine Umstellung kommt und ich glaube sogar, dass wir sie ziemlich sicher, ich schätze mit 80%, noch in diesem Monat erleben werden. Ja, also in 2 bis 3 Wochen, schätze ich, wird diesen globalen Währungs-Switch tatsächlich geben. Ja, denn das ist schon von langer Hand vorbereitet und es hat dann nur noch einige politische Verhandlungen, einige Verhandlungen bedurft von den Staatsführern größerer Länder. Dann hat sich das aus verschiedenen Gründen noch ein bisschen verzögert, aber jetzt wird es einfach durchgezogen. Und die größeren Beträge auf dem Bankkonto, da hätte ich vor allem keine Angst vor Verlusten.
Denn es ist geplant, dass wir alle finanziell abgesichert werden. Manche sagen, das wird dadurch geschehen, dass sämtliche Steuern, die wir bisher in unserer Lebenszeit bezahlt haben, vom Finanzamt zurücküberwiesen werden und die Finanzämter sperren danach dann zu. Ja, weil es wird dann nur noch eine Art Konsumsteuer geben, aber nur auf neu gekaufte Waren. Andere sprechen davon, dass es ein bedingungsloses Grundeinkommen geben wird. Vielleicht kommt auch beides, ja, in irgendeiner Form. Aber es ist definitiv vorgesehen, dass wir alle Menschen finanziell absichern und abfedern werden können. Was ja im Prinzip auch einfach ist, denn wie gesagt, es sind nur Buchungssätze. Ja. Auch wenn die jetzt von einer Golddeckung ausgehen, rein theoretisch würde es genügen, mit einem Geosatelliten in den einzelnen Ländern die Goldlager genauestens zu vermessen, was man ja kann. Also man muss dieses Gold nicht einmal ausgraben und einschmelzen. Ja? Denn es würde dann, wenn es in Bahnform gegossen ist, nämlich erst recht wieder irgendwo unter der Erde in einem Bunker versteckt. Ja? Also es macht sowieso keinen Sinn. Wenn wir also physikalisch exakt beweisen können, dort und dort liegt so und so viel Gold, dann können wir unter Umständen auch über die genauen Geodaten, ja, also über eine genaue Lokation an dem Ort so und so viel Kilogramm oder Tonnen oder was auch immer, natürliches Vorkommen, dann kann man das auch eindeutig elektronisch erfassen. Ja. Und damit kann man die einzelnen Währungen auch über so ein Geosystem direkt an das Gold, das sich noch in der Erde befindet, binden. Ja, also für eine theoretische Golddeckung wäre das durchaus ausreichend. Ja, denn es wird auch in der Zukunft so sein, dass ziemlich sicher niemand mit seinen virtuellen Euros oder Dollars oder was immer das dann sein werden, zur Bank geht, um sich das gegen Gold eintauschen zu lassen. Ja, das haben wir in der Vergangenheit kaum gehabt, das werden wir in der Zukunft auch nicht haben. Also keine Angst, auch bei größeren Geldbeträgen. Sinnvoll wäre es natürlich, die vielleicht jetzt noch nutzbringend zu investieren. Nutzbringend sehe ich vor allem in dem Bereich, wo man sich selber, die eigene Familie, den eigenen Lebensraum autark machen kann. Also zum Beispiel, wenn man ein Grundstück hat, Brunnen bohren und sich selbst mit Wasser versorgen. Ja? Das Wasser dann auch prüfen lassen, ja? Testen auf die Güte und die Qualität. Eigene autarke Energieversorgung, das können Solarkonnektoren sein, das kann aber auch eine Wärmepumpe sein oder eine Kombination davon, alles Mögliche. Man kann sich für Biogas, kann man sich eigene Generatoren aufstellen lassen. Es gibt da schon so viele Möglichkeiten, sich selbst mit einem Wohnhaus, einem Einfamilienhaus energieautark zu machen und wasserautark. Und der nächste Schritt für mich wäre dann die eigene Lebensmittelversorgung mit Hochbeeten oder mit Aquaponik oder Permakultur, was einem dann eben gefällt und liegt, wo man sich dann gerne damit befassen und einarbeiten möchte. Und wenn man Wasser, Energie und Nahrungsmittel weitestgehend unabhängig ist, dann kann einem faktisch auch in Krisenzeiten nicht mehr wirklich viel passieren. Ja. Also ich glaube, das ist momentan die wirklich beste Investitionsmöglichkeit. Super. Was haltet ihr vom Konzept der Lichtnahrung? Ich glaube, das ist eine Frage für mich. Also dir wird mein neues Buch gut gefallen. Da gehe ich auch auf diese Frage ein. Ich möchte das gar nicht bewerten in gut oder schlecht. Ich nehme es tatsächlich so wahr. Im Moment essen die meisten von uns noch gerne und genießen auch noch. Da fällt mir ein, wir können uns mal wieder zuprosten. Nicht Sekt, nicht Wein. Und auch dafür sind wir irgendwo da. Ja, wir haben hier diesen Körper bekommen und wir sind auf dieser wunderschönen Erde, die uns diese Fülle anbietet. Wir müssen hier nicht in Askese leben. Aber ich sehe es schon so, wenn die Energie weiter und weiter steigt, dass wir immer weniger uns von materiellem Essen ernähren werden und uns immer mehr auch von Licht ernähren dürfen. Unser ganzes System wird umgebaut. Das erkläre ich in meinem neuen Buch sehr genau, was da alles geschieht, welche Symptome dabei auch auftauchen, auch jetzt schon, und was wir da zu erwarten haben. Und irgendwann, aber das kann noch sehr lange dauern, sind wir bestimmt für eine gewisse Zeit wieder auf Lichtnahrung. Die Frage ist, brauchen wir das jetzt schon?
Und das darf jeder selber für sich entscheiden. Es kann eine gewisse Abkürzung sein. Also es kann sein, wenn du einfach jetzt auf Lichtnahrung umstellst, deinen Körper, dann hast du einmal den harten Prozess, aber dafür sind die Zellen schneller umgebaut, weil die wollen ja, dass es weitergeht. Es ist klar, du willst nicht sterben, sondern du willst umstellen und darauf hört dein System, dein Körper und stellt die Zellen dann auf Lichtstoffwechsel um. Das heißt, du kürzt den Prozess natürlich in gewisser Weise ab, bist aber gleichzeitig auch noch weniger kompatibel mit den meisten Menschen. Und ich glaube, wer so eine Frage stellt, der ist sowieso schon in der Lage, das oft zu spüren. Ich kenne das auch gut und deswegen überlegst dir. Ich habe hier noch eine Frage gesehen. Wo seht ihr den wahren Ursprung der Menschheit? Gibt es da einen Ansatz, den ihr besonders spannend findet? Ich möchte mal ganz kurz meine Meinung hier zum Besten geben und ihr könnt dann auch, Sandra, Peter, eure Sichtweisen dazu veröffentlichen. Ich glaube erstens, ich habe ein Problem mit diesem Begriff wahr, der wahre Ursprung, denn das klingt so nach ausschließend. Also wenn jetzt eine Möglichkeit, wie der Homo sapiens sich entwickelt hat, nachgewiesen wird oder an Wahrscheinlichkeit gewinnt, heißt das nicht, dass andere Möglichkeiten deswegen nicht auch ihre Berechtigung haben. Ja? Also ich kann mir vorstellen, dass wir, wie wir heute hier leben, dass das auf verschiedene Arten zustande gekommen ist und nicht nur auf eine. Ja, also mit dem wahren, es gibt da wahrscheinlich mehrere Antworten, die alle ihre Berechtigung haben. Und dann die Menschheit. Ja, es ist die Frage, was wir unter der Menschheit insgesamt jetzt verstehen wollen. Ich habe mich vor vielen Jahren mit einem Buch beschäftigt, das liegt hier immer noch hinten in meinem Regal, weil ich es wirklich spannend finde. Das ist das, was mich jetzt in diesen esoterischen Bereich am meisten angesprochen hat. Und zwar ist das von Dolores Cannon, das Buch The Three Waves of Volunteers and the New Earth. Sieht so aus. Und Dolores Cannon ist eine Psychotherapeutin, die immer wieder Rückführungshypnosen mit vielen Menschen gemacht hat. Und die hat dann entdeckt, dass sehr viele Menschen in früheren Inkarnationen nicht auf der Erde inkarniert waren. Und dass sie sogar auch gezielt sich hier auf der Erde inkarnieren ließen, in Teams, ja, also in Arbeitsgruppen, um die Entwicklung auf diesem Planeten weiterzubringen. Und da gab es eben offensichtlich mehrere Wellen, so wie wir das bei Corona verwendet haben, den Begriff. Und die dritte Welle, das ist die, die jetzt aktiv ist, ja, in dieser Zeit, das ist mehr oder weniger die ausschlaggebende. Ja. Und mich spricht das sehr an. Ja, ich glaube auch vom Konzept her, das Seelen, ja, kompatibel zu verschiedenen Lebensformen sind. Und dass eine Seele, ich will jetzt nicht sagen, auch in einem Tier inkarnieren kann, obwohl es gibt ja da Glaubensrichtungen, die denken das auch. Ja, also unmöglich ist vielleicht auch das nicht. Aber auf jeden Fall bei intelligenten Lebensformen, humanoiden Lebensformen, auf verschiedenen Planeten zum Beispiel, macht es meiner Meinung nach keinen Sinn, von einer irdischen oder einer außerirdischen Seele zu sprechen. Denn die Seele ist in einem außerhalb der Raumzeit befindlichen Bereich und inkarniert dann sowieso erst in einem raumzeitlichen Punkt, wenn sie sich einen Körper gesucht hat. Ja, solange sie außerhalb des Körpers ist, ist die Frage, ist sie irdisch oder außerirdisch müßig, weil sie mit dem Bereich nichts zu tun hat, es sei denn, sie wäre inkarniert. Aber das ist jetzt meine persönliche Sichtweise, an der ich auch laufend arbeite, indem ich mich da informiere und weiter Bücher lese und da mich auch mit Menschen vernetzen. Insbesondere, ich werde da jetzt Ende August auch ein Interview geben mit dem Nepomuk Meyer, den ihr vielleicht kennt. Ja, ein ganz ein lieber Kerl. Viele nennen ihn den bayerischen David Wilcock. Und ich habe mit ihm schon ein bisschen was gemacht und werde in Zukunft noch mehr mit ihm und seinen Leuten zusammenarbeiten, weil ich glaube, das ist schon ein Thema, das viel mehr in der Öffentlichkeit behandelt werden soll. Absolut. Ja, Peter? Weil du das gerade mit den Tieren angesprochen hast, also meine allererste Erfahrung, also das ist jetzt nicht unbedingt der Ursprung der Menschheit, aber weil wir es jetzt auch mit der Reinkarnation, mit der Seelenwanderung haben, war mit Mitte 20, als ich ein Seminar besuchte und als überhaupt noch keine Erfahrung mit diesen Dingen hatten und wir sollten da so ein
aus dem NLP kommendes Format machen, ein Reimprint, also eine Art Rückführung. Und mein Klient, also es war mein erstes Wochenende in diesem Kurs überhaupt, der sagt, er war im Theater, auf der Bühne wurde jemand lebendig begraben und das löste bei ihm einen ziemlichen Schock aus. So, ich war jung und naiv, ich dachte mir nichts dabei, habe mit ihm dann eine Rückführung gemacht und wir landeten dann in einer Situation, wo er so innere Bilder gesehen hat, dass er gerade in irgendeiner Schlacht ist und da irgendwo lebendig gerade eingegraben wird. Es kam dann also Gott sei Dank der Ausbildner her, weil ich war mit dieser Situation total überfordert. Und der sagte dann zu ihm, geh doch nochmal zurück in ein Leben oder in eine Erfahrung, wo es dir besser ging. Und plötzlich fing er an zu strahlen und sagte, jetzt bin ich wieder in Verbindung mit meinem Urvertrauen. Und dann fragte ihn mein Ausbildner, und wo bist du jetzt? Und dann sagte er, ja, ich bin ein Braunbär und ich liege in der Sonne und die Sonne brennt mir auf dem Pelz. So, das war meine erste Erfahrung mit Rückführung. Und das Spannende war, also ich kannte diesen Menschen ja erst seit ein paar Tagen, aber der hat sich sofort verändert. Also es war ein Ingenieur, sehr linksvernhältig, sehr rational. Und der hat von dieser Sitzung an eine komplett andere Ausstrahlung bekommen. Und deswegen hat mich das Thema Reinkarnation immer sehr interessiert. Später habe ich da natürlich auch eigene Erfahrungen dazu gemacht. Heute ist es in meinen Ausbildungen auch ich mache einfach einen Raum auf, wo ich Menschen da was beibringe, wo die was ausprobieren können. Manche haben dann solche Erfahrungen, andere nicht. Aber es ist für mich immer noch, der Ursprung der Menschheit ist für mich deswegen immer noch ungeklärt. Und ich glaube, wir sollten uns erlauben, mit diesen Dingen einfach zu arbeiten, vor allem, wenn es einen therapeutischen oder positiven bewusstseinserweiternden Effekt hat, also wenn es was Heilsames hat, auch wenn wir uns noch nicht alles dazu erklären können oder wenn bei uns Fragezeichen sind. Ich sage immer, das ist wie wenn mein Handy leer ist und ich kann es mit dem Akku in die Steckdose stecken und es wird wieder aufgeladen. Ich kann nicht erklären, warum mein Handy da aufgeladen wird, aber ich weiß, dass es funktioniert. Und ich glaube, so sollten wir uns erlauben, mit diesen Dingen umzugehen. Und genauso wäre auch das, hänge ich an die Lichtnahrung noch was dran. Ich weiß nicht, ob es nur mit Lichtnahrung bei mir ginge. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber was ich seit vielen Jahren mache, ist, dass ich so 2-3 Mal im Jahr faste. Und auch wenn das immer nur mal so 6-7 Tage sind, ohne was zu essen, allein das ist eine spannende Erfahrung, so mitzukriegen, wie sich der Körper umstellt und was das mit einem macht. Und ich brauche dann hinten raus immer nur noch ein paar Stunden Schlaf, bin sehr kreativ, schreibe manchmal dann auch sehr viel. Also ich merke, die Intuition ist ganz anders angeknipst und das sind einfach spannende Erfahrungen. Jetzt läuten hier die italienischen Kirchenglocken. Ich weiß nicht, ob es zu laut ist. Ich mach mal. Nein, ich finde das sehr nett. Oder ist angenehm. Schöne Untermalung. Ja, ein bisschen also, Italien-Flair ist doch wunderbar. Ein bisschen Venedig-Stimmung jetzt im Moment gerade eben hier im Raum. Prost. Prost. Ja, also ich möchte auch noch ergänzend dazu sagen, zu Reinkarnationserfahrungen könnte ich jetzt hier stundenlang erzählen, weil das ist ja Teil meines Jobs. Wenn jemand zu mir kommt in die Einzelsitzung oder auch in den Seminaren machen wir das, da lernt sogar jeder direkt, wie er sich selber zum Beispiel Traumen aus anderen Inkarnationen auflösen kann, die heute noch in diesem Leben irgendwie begrenzen und noch aktiv sind oder auch aus der Ahnenlinie. Aber jetzt sind wir hier beim Ursprung der Menschheit und da möchte ich einfach nur noch ergänzen, ich sehe das genauso wie du, Franz, wie du da von dem Buch jetzt auch berichtet hast, dass wir universelle Seelen sind. Wir sind einfach Teile der göttlichen Quelle, die sich immer und überall wieder inkarnieren können, grobstofflich oder feinstofflich. Inkarnieren ist dann nicht ganz richtig, das heißt ja Inkarne ins Fleisch. Wir brauchen nicht immer Fleisch. Wir können auch in feinstofflichen Welten Leben verbringen. Und in meinem Buch gehe ich tatsächlich auch auf die Geschichte ein, wie wurde die Erde besiedelt und so weiter. Also wen das interessiert, der ist da auch richtig. Und Rückblicke in Inkarnationen auf anderen Planeten sind auch mit dabei. Jetzt haben wir hier wieder eine Frage. Wird es in Zukunft noch eine Schulpflicht geben? Naja, also ich als zweifache Mama sage nein. Die wird definitiv abgeschafft. Aber ich möchte schon auch dazu aufrufen, steht mal alle dafür hin. Alle, die das Gefühl habt, unsere Kinder haben was anderes verdient, unsere Kinder sollten frei aufwachsen, frei lernen, sollten individuell gefördert werden, sollten
ihre eigenen Zeiten, ihren eigenen Biorhythmus leben können. Und alles, was wir auch über Ricardo Leppe und Gerald Hüther und diese ganzen wundervollen Vorträge wissen. Gunnar Kaiser macht wundervolle Vorträge. Und jeder, der auf dieser Welle schwimmt, sollte eben auch mal den Fernseher ausmachen und zur Schule gehen und zum Schulamt gehen und Briefe verfassen und so weiter, sich Gruppen anschließen, sich Initiativen anschließen. Denn es passiert nichts einfach nur so. Wir sind die Veränderer. Wir sind das Souverän und wir entscheiden, wie es in Zukunft sein wird. Ja, aber ich gehe schwer davon aus, weil jetzt so eine Welle auch losgetreten wurde und das Thema ist schon lange im Untergrund aktiv und nicht sauber und hat vielen Menschen inklusive mir sehr aufgestoßen. Bin sehr froh, dass es jetzt so angestoßen wird und ich gehe schwer davon aus, dass sich da in den nächsten Monaten noch viel, viel tun wird. Wie seht ihr das, Franz, Peter? Ja, also ich glaube, dass wir ja ohne dies jetzt in einer Übergangsphase leben, wo wir das, was wir heute Staat nennen und in Verbindung damit sämtliche Institutionen, also Parlamente, Gerichte, natürlich auch Schulen, Banken, alles das, was bisher so von außen unser Leben gesteuert hat, das wird Schritt für Schritt verschwinden, weil wir es in dieser Funktion nicht mehr benötigen. Wir können uns sehr einfach auf empathische Art und Weise selbst organisieren. Wir benötigen dafür eine wesentlich bessere Technologie, als sie heute auf den sogenannten Märkten zur Verfügung steht. Und wir müssen natürlich die geistige und die emotionale Fähigkeit zur Kooperation entwickeln. Gleichzeitig auch nachhaltig im Sinne einer Ökologie denken und handeln. Und das können wir. Das ist nicht das wirkliche Problem. Dafür gibt es schon unzählige Konzepte. Und ich glaube, die Frage nach einer Schulpflicht wird sich dann nicht mehr stellen, wenn diese staatliche Autorität weggefallen ist. Und ich denke, das wird auch so um den Jahreswechsel spätestens passieren. Ich merke, wir kriegen heute viel so Fragen wie, was glaubt ihr, wie etwas weitergeht? Ich kann es ja nachvollziehen, denn wenn man in so einer Krise ist und so aus so einer Unsicherheit kommt der letzten anderthalb Jahre, ja, natürlich, man möchte irgendwo wissen, wie was weitergeht. Aber es ist ja bei manchen so die Frage, wann hört der Spuk auf? Also wenn ich jetzt so ein bisschen querlese, also das wäre ja so, wann hört das auf und ist es dann wieder wie vorher? Ja, das ist ja so die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, was ist die Alternative? Und ich glaube, wir müssen anfangen, mehr an Alternativen zu arbeiten. Also das wird mir jetzt selber so bewusst, aufgrund auch der Struktur dieser Frage. Wenn man jetzt sagt, die Schulpflicht hört auf, dann muss ich die Frage stellen, und was ist die Alternative? Weil für manche Kinder, die nur zu Hause hocken würden, wo die Eltern berufstätig sind, wo die Eltern das nicht leisten können, keine Zeit haben, die Kinder selber zu unterrichten, die brauchen ja irgendwie eine Alternative, was sie mit den Kindern stattdessen tun. Und vielleicht müssten wir noch mehr so in den nächsten Wochen und Monaten einfach an guten Alternativen noch mehr arbeiten, dazu einladen, die bekannt machen, unsere Erfahrungen damit sammeln, weil nur einfach dadurch, dass was aufhört, ist ja noch nicht was Neues. Ja? Und die zweite Sache ist, ich glaube auch nicht, dass ein bestehendes System einfach so kampflos aufgeben wird und sagt, so, sind wir überflüssig, uns gibt es jetzt nicht mehr. Also das, da bin ich auch nochmal gespannt, wie soll denn das stattfinden? Ja, Peter, weißt du, du hast es gerade angesprochen. Solange die Eltern berufstätig sind, brauchen sie irgendeinen Aufbewahrungsort für Kinder. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Eltern innerhalb der nächsten Monate nicht mehr berufstätig sein werden. Ja. Mhm. Da werden wir von Helikoptergeld leben, auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und da werden die Produktionsketten wesentlich lokaler und kürzer zurückgefahren. Und wie wir dann leben werden, das ist ja, gibt es schon sehr, sehr konkrete Vorschläge. Ich erinnere jetzt an das New Earth Manifesto, das wir ja noch aufstellen werden, ja, an diese Initiative von Katharina Roland und etliche andere, die es da auch gibt. Und das Interessante ist, die gehen alle in eine ähnliche Richtung. Ja, also zurück zur unmittelbaren Naturverbundenheit, zurück zur Selbstbestimmung und zur Selbstorganisation, Kooperation statt Konkurrenz, ja. Ein schrittweises Aufgeben der Geldwirtschaft,
Ja, also dass man mit Geld, aus Geld Geld machen kann zum Beispiel, das hört schlagartig auf, weil es keinen Sinn macht. Ja. Geld hat dann einen Sinn, wenn ich es für Güter und Dienstleistungen einsetzen kann, aber nicht selbst wieder als Produktionsmittel für noch mehr Geld. Ja. Und das ist schon alles sehr konkret ausmodelliert. Und da gibt es schon so, ja, Projekte, die wir eigentlich nur noch miteinander verbinden müssen, und dann haben wir schon eine neue Zivilisation. Mhm. Und ich glaube wirklich, dass das kommen wird. Und ich denke, dass es da auch keinen Abwehrkampf geben wird von Anhängern des alten Systems, weil eines glaube ich schon, zumindest in den Top-Etagen, ja, auch des alten Systems, diese Leute sind nicht dumm. Die wissen ganz genau, dass das Ablaufdatum für das alte System gekommen ist. Ja. Und die wünschen sich natürlich einen sinnvollen Wechsel, ja, und etwas, das dann besser und nachhaltiger ist. Wahrscheinlich auch einige, wenn wir Glück haben, auch die Mehrheit, ja, für alle Menschen und nicht nur wieder für eine kleine Minderheit, die die anderen dann unterwerfen und knechten. Aber ich gehe schon davon aus, dass wenn ich weiß und davon überzeugt bin, dass ich, meine Familie, meine Nachkommen ausreichend versorgt sind, um auch wirklich gut leben zu können, dass ich diesen Wohlstand dann auch allen anderen Menschen gönne, wenn ich einmal verstanden habe, dass es sich mit den Ressourcen und den Technologien auch wirklich für alle ausgeht. Das ist nicht der erste Punkt. Solange wir in der ökonomischen Denkweise sind, wo sozusagen aus der Knappheit der Wert ermittelt wird, ja, und eigentlich immer nur der Mangel verwaltet und umverteilt wird, ja, solange können wir das nicht verstehen und auch nicht im Herzen empfinden. Aber wenn wir das mal überwunden haben, diese Sichtweise, und dieser Pseudowissenschaft einmal abgeschworen haben, ja, dann werden wir spüren, wie einfach das ist, die Fülle auch für alle Menschen und alle Lebewesen herzustellen. Ich glaube, da sind wir dann ziemlich schnell. Ja, und zum Thema Schulpflicht, es ist ja noch ein Unterschied, ob Pflicht oder Angebot. Also ein Angebot wird es weiterhin geben, aber eben ein viel vielfältigeres, herzlicheres und frei wählbares, das ist einfach wichtig, ja, dass man sehen kann, was braucht dieses Kind, wann braucht es was und wer kann das bieten, wer kann das geben, und dann haben wir hier Auswahlmöglichkeiten. Ja. Eine Frage nach den Unwettern kam jetzt noch. Wie schätzt ihr die aktuellen Unwetter ein? Ja, ich persönlich denke schon, dass das nicht ausschließlich natürliche Ursachen sind, sondern dass da mit seien es Habanlagen oder Silberjodid-Impfungen von Wolken etc. nachgeholfen wurde. Was damit dann erreicht werden soll, darüber kann man dann spekulieren. Ja, sollten wirklich, so wie das manche behaupten, unterirdische Tunnelsysteme geflutet werden, sollten andere Stadtteile oder Gebäude gezielt angegriffen und zerstört werden, das wissen wir nicht. Vielleicht werden wir das später in ein paar Jahren einmal erfahren, vielleicht auch nicht. Aber so wie sich das momentan entfaltet, kann es meiner Meinung nach keine rein natürliche Ursache mehr haben. Also wenn wir uns alleine in Saudi-Arabien, ja, und in der Sahara ansehen, wie dort gewaltige Ströme entstehen und mitten in der Wüste sich ganze Seen entwickeln, da kann ich eigentlich nur sagen, ja, Gott sei Dank. Ja, also wirklich, also wenn das jetzt theoretisch ein Einsatz von Geoengineering wäre, um diesen Prozess der Verwüstung wieder rückgängig zu machen, dann ist das das erste Zeichen dafür, dass diese Veränderung in eine richtige Richtung geht. Denn es gibt ja, ich weiß ja auch nicht, ob das hier in dem Bereich bekannt ist, es gibt sehr interessante wissenschaftliche Meinungen von Forschern, die sagen, man hat ja in der Wüste immer wieder Walknochen gefunden, ja, von kompletten Walen. Und da sagen dann manche, naja, das ist Millionen Jahre alt. Und das kann so aber nicht sein, weil da sind auch noch die Barten der Wale intakt. Ja? Also ist das maximal ein paar tausend Jahre alt, ja, das Material, das dort liegt. Und man hat auch Riesenfaultiere gefunden. Riesenfaultiere sind größer als Elefanten. Ja? Und das Interessante ist, dass diese großen Tierkörper, Tierkadaver, jetzt die Skelette, dass die in einer bestimmten Region gefunden wurden. Und kleinere Tierkörper wieder in einer anderen. Und das spricht jetzt dafür, dass das nicht eine geologische schichtenweise Verteilung war, sondern dass wie in einer, sagen wir mal, Sintflut, ja,
durch eine große flutähnliche Katastrophe. Die Tierkörper nach Größe über diese Dynamik, diese Gewässerdynamik, Hydrodynamik, in verschiedene Bereiche verteilt wurden. Ja, das heißt, wahrscheinlich ist die Wüste Sahara vielleicht erst 3.000, 4.000 Jahre alt. Ja, und war früher vielleicht ein blühender Garten Eden. Und durch Änderung jetzt im Geoengineering schaffen wir es vielleicht in absehbarer Zeit, das wieder rückgängig zu machen. Also meine Rückblicke bestätigen das, ja, dass es da diese Überschwemmungen gab und dass das erst ein paar tausend Jahre her ist. Absolut. Ja. Da fragt jetzt die Galtana nochmal, kann es mit dem körperlichen Umbau-Aufstiegsprozess zu tun haben, dass wir Milchprodukte nicht mehr bekommen? Absolut. Das ist die Erfahrung, die ich seit Jahren mache, die ich auch selber gemacht habe. Aber ganz viele Menschen berichten mir das auch spätestens nach dem Tierki-2-Seminar, weil da gehen wir so auf die Körperebene und reinigen da und programmieren die Zellen um und so weiter. Und da kriege ich ständig Mails und Anrufe von wegen, Sandra, ich kann das nicht mehr essen, ich kann das nicht mehr essen. Und es sind in der Regel die tierischen Produkte, die Milchprodukte und das Fleisch, was da nach und nach wegfällt. Oder dass man auch spürt, dass es jetzt belastet, das kann ich nicht essen, wie auch immer. Also das fällt mir sehr auf und es hat absolut damit zu tun. Und ich kann euch nur ermuntern, hört auf euren Körper, der weiß jetzt ganz genau, was er macht, und werft irgendwelche Ernährungsregeln der letzten 30 Jahre über Bord. Da ist so vieles einfach überhaupt nicht mehr für die heutige Zeit aktuell. Hört auf euren Körper. Natürlich nicht nur Pudding essen rund um die Uhr, dann werdet ihr irgendwie veräppelt, aber euer Körper hat diesen ganz natürlichen Instinkt und weiß eben, was er braucht. Und wenn der jetzt eben 2 Wochen nur Melonen will, dann macht euch keine Sorgen. Dann braucht er irgendeinen Stoff aus den Melonen und dann danach ist es vielleicht etwas anderes. Und es ist in Ordnung so. Und zu den Zeitlinien gleich die nächste Frage. Ja, es sind immer noch 2 bei mir. Habt ihr auch so eine Wahrnehmung von Zeitlinien, Franz, Peter? Also ich kenne sowas aus dem NLP, eine Zeitlinie, die man sich vor dem geistigen Auge vorstellt, und eine, die durch einen hindurchfließt. Da habe ich mal Erfahrung mit sowas gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt dasselbe ist von den Begrifflichkeiten her oder ob du noch mal was anderes meinst. Ja, also ich habe mal einen Podcast dazu gemacht, dass ich beobachte das schon lange, dass es eben gerade zu Beginn der Corona-Zeit noch ganz viele Zeitlinien gab, also ganz viele Möglichkeiten, wie das jetzt läuft und wohin es läuft. Und seit einigen Monaten sehe ich nur noch 2 Linien. Also so ein Verlaufslinien, wie was weitergehen kann oder wie sich was entscheidet. Ah, sorry, da habe ich eine andere. Genau. Bei mir geht es seit Codierungen. Okay. Und die eine ist eben mehr so mit der Angstmatrix verknüpft. Also da hängt die ganze dunkle Agenda dran. Da hängt das dran, was geplant ist und womit man natürlich auch ganz vielen Menschen Angst macht. Auch auf Ebene der alternativen Medien. Das ist ein bisschen schwierig dann. Die Leute möchten sich informieren und das ist wichtig und richtig so. Und auf der anderen Seite ist es eben immer noch die Ebene der Angst, die eine gewisse Linie bedient. Und da ist es wichtig, dass wir wirklich auch bewusst umgehen mit all den Informationen, denn wir alle wählen eine Linie. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass sich eine von diesen beiden Linien auflöst. Also dass eine eintrifft und die andere nicht, sondern für mich sind es 2 Welten, die nachher weiter bestehen werden. Jeder wählt jetzt. Also unter dem Aspekt nicht 2 Planeten Erde, so nicht, sondern 2 Realitäten, die dann mindestens noch für dieses Leben einfach gelten und sich nachher irgendwann, also irgendwann fügen sich Zeitlinien auch oft wieder zusammen. Aber die, die jetzt da sind, die jetzt beteiligt sind, die jetzt leben, die wählen jetzt auch durch ihre Emotionen, durch ihre Ängste oder Aktionen im positiven, liebevollen Sinn, in welcher Welt sie nachher leben. Also in Verbindung mit einer anderen Frage, die ich hier gerade noch gelesen habe, wie wir
immer wieder zu was Positivem auch kommen. Jetzt würde ich doch mal so eine Erfahrung teilen, was ich euch schon mal erzählt habe, bevor wir mit dem Chat offiziell begonnen haben. Ich bin ja hier jetzt in Italien im Moment und das war schon für mich interessant, hierher zu kommen, im Zug nochmal was vorzuweisen, dass ich Antikörper habe und seitdem ist hier nichts mehr, keine Kontrollen und man geht ganz normal essen und man bewegt sich ganz normal. Das Einzige in Venedig sind die Vaporettos, da sind sie angewiesen, darauf zu achten. Da ist man zwar in der frischen Luft, aber es ist halt sehr eng, dass man noch ab und zu eine Maske auf hat, aber ansonsten ist gar nichts. Und spannend ist jetzt hier natürlich in Italien die Fußball-Europameisterschaft zu erleben, wenn dann auf so einem Platz 1000 Menschen sind und die, wenn Italien dann ein Tor schießt, sich da umarmen. Und also man vergisst hier wirklich auch, dass es dieses Corona gibt. Also wenn ich jetzt hier nicht sowas machen würde wie heute mit euch oder natürlich mir ab und zu mal ein Video anschaue auf dem Smartphone, wenn ich unterwegs bin oder abends mal die Nachrichten. Also ich könnte mich jetzt 14 Tage, denke ich, in Italien aufhalten und würde vergessen, dass es Corona überhaupt gibt. Und das ist schon spannend, weil es einfach auch immer wieder zeigt, wie sehr wir beeinflusst sind von dem, was um uns herum passiert, wo wir unsere Gedanken hinlenken und womit wir uns beschäftigen. Und das würde jetzt für mich auch so ein bisschen dazu passen, was du gerade sagst, Sandra, mit den zwei Welten. Also ich glaube, wir müssen einfach sehr aufpassen, dass wir uns nicht nur von diesen destruktiven Geschichten, von den Ängsten, von den Freiheitsentzügen und all diesen Dingen leiden lassen, sondern auch Dinge machen, die uns gut tun, auch mal die uns positiv ablenken, wo wir uns mit positiver Energie aufladen. Ich glaube, dass das auch wichtig ist, gerade für das, was da noch vor uns liegt. Ja, ich sehe da noch eine Frage, die mich betrifft. Was sind das für Projekte, von denen du voransprichst? Ja, wie gesagt, da gibt es eine Vielzahl davon. Das eine ist eben die Gruppe The New Earth Manifesto. Dann gibt es noch andere Gruppen, mit denen ich in Verbindung stehe. Und vielleicht können wir da auch einmal eine Spezialsendung dazu machen, wo ich dann einige dieser Projekte näher vorstellen kann. Da könnten wir dann auch die Webseiten, die Links dazu veröffentlichen. Das Ziel, also mein persönliches Ziel, ist es, diese vielen unterschiedlichen Projektgruppen, die sich jetzt global gebildet haben, alle unter ein gemeinsames Dach zu bringen. Denn sie haben letztlich die gleiche Zielsetzung, uns in viele, viele unabhängige, naturnahe, autarke Siedlungsgemeinschaften zu bringen, mit der bestmöglichen Technologie, die sich auch immer weiterentwickelt, ja, damit wir immer weniger Ressourcen verbrauchen, damit wir immer besser mit der Natur harmonieren können, damit wir auch anderen Lebewesen wie Pflanzen und Tieren ihren notwendigen Raum geben können, etc. Und da ist es meiner Meinung nach jetzt nicht wichtig, dass alle jetzt dieselben Regeln befolgen oder dass da oben ein Diktator sitzt oder eine Weltregierung. Was meiner Meinung nach wichtiger ist, ist, dass wir gemeinsam unser Wissen verwalten. Dass wir also genau diese Technologien, die jetzt Schlüsseltechnologien sein werden, dieses Wissen sehr sorgsam verwalten, sodass es nicht abhanden und auch nicht gehackt werden kann. Und dass wir dann die Fähigkeit entwickeln, das erstens zu verstehen und zweitens auch weiterzuentwickeln. Ja? Also es wird ganz wichtig sein, dass wir die Menschheit auf einen Weg bringen, wo Wissenschaft und Forschung wieder die Rolle erfüllen, die sie ursprünglich eigentlich haben sollten. Ja, nämlich für permanenten Fortschritt für die Menschheit zu sorgen. Denn das ist ja in den letzten 200-300 Jahren komplett aus dem Fokus gekommen, weil man ja eigentlich die Forschung ja und die Wissenschaft nur noch als Geschäftsfeld betrachtet hat. Da ging es nur darum, Kunden zu finden und ihnen irgendwas zu verkaufen, egal ob das nützlich oder schädlich, nachhaltig, qualitativ hochwertig war oder einfach nur Schrott oder vielleicht auch nur ein Bluff, sowas wie ein Kabarett-Zaubertrick. Ja. Gibt es viele Beispiele dafür. Und das brauchen wir einfach nicht mehr. Ja, wenn alle Menschen in bestmöglicher Qualität so gut wie möglich leben wollen, in Harmonie mit der Natur, dann ist doch das ein wunderbares gemeinsames Ziel und da kann sich ja auch keiner bedroht oder angegriffen fühlen. Das heißt, ich kann mir eigentlich vorstellen, dass sich da auch jene Kräfte mit uns verbünden werden, die bisher im alten System eifersüchtig über ihren Status und ihre Position gewacht haben. Wie seht ihr das mit den Menschen, die noch fest an das glauben, was Regierung und Mainstream-Medien sagen? Die werden ja einige Zeit brauchen. Wie könnte da ein Switch aussehen?
Ja. Ja. Das ist etwas, wo ich eigentlich auch schon eine Telegram-Gruppe eingerichtet habe, mit Coaches und mit Trainern, die in der Rolle einer Transformationsbegleiterin und eines Transformationsbegleiters den Menschen helfen werden, aus ihrer alten Rolle im alten System herauszukommen, um sich dann in diese neue Lebensform positiv einbringen zu können. Ja. Ich denke jetzt insbesondere an Menschen, die früher in finanznahen Berufen tätig waren. Also Banker, Steuerberater, Finanzbeamter, Wirtschaftsprüfer, aber auch Richter, Notar, Anwälte. Ja, das sind alles diese systemtragenden Funktionen des alten Systems. Natürlich auch alle Formen von Politikern beispielsweise, politische Funktionäre, ja, die wir faktisch in dieser neuen Zeit in dieser Rolle nicht mehr brauchen werden. Wir brauchen jeden einzelnen Menschen mit seinen Fähigkeiten, mit seiner Empathie, auch mit seiner Herzensgüte. Ja. Da sind alle Menschen jederzeit willkommen. Aber in dieser funktionalen Rolle fallen sie einfach komplett raus. Das wird sich auflösen. Und da benötigt sie eine Hilfestellung, weil ja nicht nur ihr Einkommen, sondern auch ihr Sozialprestige, im schlimmsten Fall ihr Ego und ihr Selbstverständnis damit verbunden waren. Und da müssen wir verhindern, dass die seelisch und psychisch Schäden erleiden und ihnen kompetent Hilfen zeigen, wie sie jetzt positiv in dieses neue Weltbild hineinkommen können. Also ich würde das auf jeden Fall unterstützen. Ich bin immer etwas gespalten, Franz, dein großer Optimismus angesichts der Schnelligkeit. Ich habe halt immer so historische Beispiele vor Augen, wobei man natürlich argumentieren kann, dass es schneller geworden ist. Also wenn ich überlege, ich habe hier in Venedig an meinem Roman geschrieben, da geht es ja zurück in die Zeiten der Pest. Und bei der Pest hat man ja über Jahrhunderte hinweg gedacht, dass die Pest über diesen Geruch übertragen wird. Deswegen hatten ja diese Pestärzte diese Schnabelmasken mit dieser Essigessenz da vorne drin. Vom Rattenfloh wusste man damals nichts. Und es gab alle möglichen spannenden wissenschaftlichen Theorien. Es gab die Selbstgeißler, die sich also da selber ausgepeitscht haben. Für manche waren die Juden schuld. Also in Frankreich gab es einen großen Judenpogrom, einmal bevor die Pest überhaupt da war, weil man gesagt hat, die Juden vergiften das Brunnenwasser. Die sind also schuld an der Pest. Also die mussten damals schon für alles Mögliche herhalten. Also letztendlich gab es die verrücktesten Ansätze und das über Jahrhunderte, bis man irgendwann auf den Rattenfloh gekommen ist. In Wien haben wir den Semmelweis, der dann auf die Idee gekommen ist, Ärzte könnten sich die Hände desinfizieren, bevor sie die Geburt vornehmen. Das hat dann die Müttersterblichkeit von 30% auf unter 1% reduziert. Trotzdem dauerte es 10 Jahre, bis das veröffentlicht worden ist. Und der gute Semmelweis ist in der Irrenanstalt gestorben. Und bis heute geht man teilweise davon aus, dass der von seinen lieben Kollegen um die Ecke gebracht worden ist. Jetzt ist die Frage, wie lange dauert es bei einem Phänomen wie Corona mit so vielen unterschiedlichen Informationen in der Luft? Dreht sich das innerhalb von einem halben Jahr, von einem Jahr, von 2 oder von 3? Spannend finde ich aber, dass auch die Menschen, die sich eigentlich haben impfen lassen, um geschützt zu sein, man immer wieder Geschichten hört, dass die trotzdem Angst haben. Ja, die trauen sich dann nicht in der Gegenwart von anderen Leuten Masken abzunehmen. Ich höre aus einem großen Konzern im Moment, dass sehr viele Leute Burnout gefährdet sind. Das kann ja nichts zu tun haben jetzt mit der finanziellen Situation, weil denen geht es eigentlich finanziell recht gut. Burnout, ja, so, glaube nicht, dass sie so viel mehr arbeiten wie früher. Also es hat schon sehr viel mit dem Bewusstseinswandel letztendlich zu tun. Und selbst wenn der 2, 3, 4, 5 Jahre dauern würde, wäre das historisch in einer Menschheitsgeschichte über tausende von Jahren betrachtet, wäre das immer noch kurz. Also ich glaube, deswegen ist mir im Moment dieses Thema positive Energie aufladen so wichtig. Vielleicht ist es ja nur ein 100-Meter-Lauf, vielleicht ist es ja nur ein Sprint, vielleicht ist es doch noch ein Marathon, aber auch ein Marathon ist irgendwann vorbei. Ich glaube, es ist ganz wichtig, das, was Sandra auch gesagt hat, dass wir was dafür tun, dass wir in diesen Zeiten selber in einer guten Energie bleiben. Egal, ob es dann ein Sprint ist oder ob es dann ein Marathon ist, dann schaffen wir das auch gut. Und das ist, glaube ich, im Moment viel wichtiger als die Frage, dauert was ein halbes Jahr oder ein Jahr oder 2 Jahre? Was sind 2 Jahre in der Geschichte der Menschheit? Ja.
Ich sehe also halt, laut den Berechnungen der Veden und auch im Tolkien ist ja diese Übergangsphase berechnet und da war der Umkehrpunkt sozusagen immer 2012. Ja. Und es gibt vorher und nachher ungefähr 20 Jahre Übergangszeit. Mhm. Das heißt, konkret wären wir dann bei 2032, wo das Ganze durch ist. Und bis dahin können wir eben noch einiges erleben. Es kann natürlich schon deutlich vorher durch sein und wir erleben dann nur noch den positiven Aufbau ein paar Jahre. Es kann aber auch noch bis 2032 einiges passieren, ja, weil ich sage ja immer, wenn du so ein altes Haus abreißt, das macht eine Menge Krach und Staub und Dreck und der muss dann auch weggeräumt werden und dann kannst du da was Schönes Neues drauf bauen. Und in dieser Phase sind wir und wir sprechen hier von riesigen Zyklen, ja, also von Jahrtausenden. Der kleinere Zyklus ist 2160 Jahre und das Ganze dann wieder in einem größeren Zyklus von 26.000 Jahren. Und wir sprechen hier von Monaten, also wir können einfach nicht genau sagen, ist das jetzt September oder November oder 2022 oder 24, es hängt ja von uns Menschen auch mit ab. Und ich vergleiche das gerne auch mit den Jahreszeiten. Weißt du, wenn rein vom Kalender her der Frühling beginnt, dann bedeutet das noch lange nicht, dass genau ab dem Tag das Frühlingswetter da ist. Da kann es nochmal schneien, da kann es nochmal stürmen, da kann es ganz heiß sein wie im Sommer. Und genau so erleben wir das jetzt auch. Und ich glaube, wir dürfen uns da alle jetzt auch ein bisschen zurückpfeifen in dieser Ungeduld und einfach sagen, wow, ist das eine spannende Zeit und ich darf dabei sein. Ich habe es geschafft, hier zu inkarnieren. Yeah, da waren ganz viele in der Schlange. So sehe ich das. Ich würde gerne auf diese Frage eingehen. Und es ist eine große Frage und eine sehr, sehr kritische Frage, aber die ist so wichtig, die können wir nicht überlesen, weil die tritt auch in meinen Seminaren und Zooms, die ich mit meinen Seminarteilnehmern habe, ständig auf, immer. Das ist das Hauptthema. Was geschieht eurer Meinung nach mit den Geimpften? Mhm. So, ich weiß nicht, Franz, möchtest du dich dazu äußern? Peter, soll ich was sagen? Wir haben, glaube ich, alle einiges dazu zu sagen. Sandra, vielleicht beginnst du und ich setze dann fort und Peter gibt dann seine Einschätzung ab. Ja, also es ist ein sehr kritisches Thema und es ist einfach schon mal so, es gibt viele Meinungen von sehr, sehr großartigen Experten, Ärzten, Virologen und so weiter, die das natürlich alles schon prophezeien und einfach sagen, da werden in ein paar Monaten, wahrscheinlich im Herbst, wenn die ersten Erkältungswellen wieder kommen, einfach einige Menschen ziemliche Probleme haben, weil das Immunsystem eben jetzt anders arbeitet durch diese Umprogrammierung und dass natürlich auch je nach körperlicher Konstitution, Vorbelastung und so weiter noch weitere Probleme auftreten. Wir sammeln auch schon so in den Gruppen, was beobachtet ihr an den Menschen? Es sind auch Persönlichkeitsveränderungen, ganz viele Meldungen zu Persönlichkeitsveränderungen. Also zum einen, dass die Menschen distanzierter sind und zum anderen aber auch schneller zu reizen, schneller aggressiv werden. Das kann aber natürlich auch an anderen Dingen liegen. Wir wissen es nicht genau. Also da, wenn ihr wirklich eine fachkundige Meinung möchtet, dann möchte ich euch da wirklich verweisen an Professor Hockerts, Bhakti, wen gibt's noch? Oder Schiffmann. Bodak, genau. Also Ray, guter Autor zu dem Thema. Ja, also es gibt da genügend Publikationen und da muss man vielleicht teilweise auch weg von YouTube und mal auf Odyssee oder so gucken. Es gibt wirklich vieles inzwischen. Wir hoffen alle, weil auch wir alle Menschen in unserer Familie, in unserem engsten Kreis haben, die wir sehr lieben, die sich für diese Spritze entschieden haben, dass es so nicht kommt. Was ich aus meiner Beobachtung sagen kann und jetzt auch mich traue, das öffentlich zu sagen, ist, die Heilpraktiker, die bisher ausgeleitet haben Impfungen und damit auch Impfschäden wieder revidieren konnten, die sagen ja jetzt alle, bei der Impfung kannst du nicht mehr viel ausleiten, ja, weil es einfach eine Umprogrammierung der DNS ist.
Und da kommt wirklich Tilki ins Spiel, weil mit Tilki aktivieren wir schon seit vielen, vielen Jahren die DNS, also die 12-Strang-DNS. Und ich habe jetzt erste Versuche mit Geimpften gemacht. Zum einen habe ich die Information, wer die volle DNS aktiviert hat. Das sind auch oft schon die neuen Kinder, die sind geschützt. Und zum anderen habe ich jetzt die Erfahrung gemacht in Einzelsitzungen, dass wir auch die geschädigte, umprogrammierte DNS wieder mit der göttlichen Blaupause verbinden können und da wieder praktisch den Urzustand herstellen können. Wichtig ist, dass der Mensch das möchte, denn wir alle haben einen freien Willen. Und wenn sich jemand für diese Spritze entscheidet und diesen Weg gehen möchte, dann können wir uns da nicht in den Weg stellen, denn wir sind auf höherer Ebene einfach Seelen, die selber wählen, wie es jetzt weitergeht. Ja, und da können wir nicht eingreifen. Da kann ich nicht sagen, ich rette jetzt einfach mal alle, weil die haben sich falsch entschieden oder so. Das steht niemandem zu. Aber wer wirklich sagt, Mensch, vielleicht war das keine gute Idee und ich möchte das gerne wieder, ich möchte gerne wieder meine alte Programmierung zurückhaben, der ist nicht verloren. Das möchte ich einfach wirklich gesagt haben. Danke, Sandra. Danke, Sandra. Ja, nach meiner aktuellen Einschätzung ist es so. Es gibt einen bestimmten Prozentsatz an Impfungen, die mit einer Kochsalzlösung vollzogen wurden. Mhm. Und zwar ist das die Kontrollgruppe. Es ist ja tatsächlich ein Experiment im Freigehege an der gesamten Bevölkerung. Und daher müssen diese Hersteller, wenn sie irgendetwas mit dieser Substanz bewirken wollen, was natürlich jetzt nichts mit einer Schutzfunktion vor einer Erkältungskrankheit zu tun hat, aber was immer sie beabsichtigen, müssen sie mit einer Kontrollgruppe überprüfen und kontrollieren. Das heißt, es besteht einmal die Chance, dass der oder die Betroffene eine Kochsalzlösung erhalten hat und in der Kontrollgruppe ist und dann passiert gar nichts. Zu den Wirkungen oder den möglichen Wirkungen dieses mRNA-Stoffes, wo ja insbesondere auch das Unternehmen Moderna sagt, wir können die gesamte DNA und den ganzen Lebensplan neu schreiben. Nicht? Wir müssen verstehen, dass das Marketingkonzepte sind, um Investoren anzulocken und öffentliche Fördermittel. Es gibt handfeste Beweise, dass diese mRNA-Strategie überhaupt noch nie irgendwann irgendwo funktioniert hat. Ja. Also ich persönlich halte es nach meinen Informationen momentan für sehr wahrscheinlich, dass in der Hinsicht überhaupt nichts passiert, dass die wahre Absicht eine ganz andere ist und das sind die Nanopartikel, die in den Impfstoffen enthalten sind, vor allem Graphenoxid, dass insbesondere dann, wenn es hochfrequenten Strahlen, wie zum Beispiel dem 5G-Netz ausgesetzt wird, dann bestimmte Funktionen entfaltet. Das heißt, auch das Graphenoxid wird möglicherweise, solange nicht 5G aktiviert wird, nicht wirklich etwas bewirken. Also sehen wir auch darin jetzt vor allem einmal eine Chance, dass möglichst schnell über die Anklagen, die jetzt schon erhoben sind, ja, die tatsächlichen Vorgänge offengelegt werden und wir dann auch noch rechtzeitig eine Hilfs- und Gegenstrategie entwickeln können. Ja, also die sich sehr lange schon mit diesen Technologien befassen und die als Whistleblower funktionieren, ja, und agieren, die reden davon, dass mRNA eben ein Marketingkonzept ist und noch nicht einmal funktioniert. Ja, was natürlich auch nicht wirklich beruhigt, wenn man weiß, dass das Graphenoxid mit 5G kombiniert ja eigentlich eine andere Funktion erfüllen soll und das geht dann in Richtung Georgia Guidestones und das ist natürlich erst recht beunruhigend. Da müssten wir dann eben alle gemeinsam dafür sorgen, dass 5G nicht aktiviert wird, wobei es auch da schon wieder verschiedene Behauptungen gibt, dass in irgendwelchen LED-Straßenbeleuchtungen so etwas schon aktiviert werden kann und. Das müsste man alles jetzt noch überprüfen und verifizieren, ob das wirklich so ist. Aber sehen wir mal, was die nächsten Wochen und 2-3 Monate bringen. Ich glaube, in 2 Monaten werden wir dann klar sehen. Und ich denke, dass wir dann auch schon Mittel und Wege finden, um den Geimpften, wenn sie
gesundheitliche Benachteiligungen erleiden, dann auch wirklich helfen zu können. Ja, also ich kann das auf unterschiedliche Weise jetzt nur beantworten, wie ich damit umgehe. Also ich muss ganz ehrlich bekennen, ich habe mich mein ganzes Leben nie gegen irgendwas impfen lassen. Also ich bin, kann man jetzt sagen, ein praktischer Impfgegner gewesen, aber einfach auch, weil ich über das Thema nie viel nachgedacht habe, weil ich glücklicherweise mit einer guten Gesundheit gesegnet bin. Ich glaube, dass das aber auch etwas mit der spirituellen Arbeit zu tun hat, die man macht. Denzufolge hätte ich mich zu so einem Thema vor 2 Jahren noch überhaupt nicht äußern können. Deswegen bin ich auch vorsichtig. Also wenn mich Leute fragen, leite ich teilweise einfach wirklich gute Quellen weiter, weil ich eben glaube, ein Professor Bhakti, ein Wardak, ein Clemens Away, wir haben vorhin so ein paar Namen aufgezählt, die haben sich über Jahrzehnte mit diesen Themen befasst. Und ich bin ja eher ein Freund eines interdisziplinären Ansatzes, der bedeutet, es gibt Themen, zu denen hat man was zu sagen. Es gibt Themen, da soll man vielleicht versuchen, die Leute was sagen zu lassen, die sich besser mit den Sachen auskennen als man selber. Ich glaube auch, dass es glaubhafter ist, wenn jemand die Offenheit hat, und ich habe Leute in meinem Umfeld, die stehen vor der Entscheidung, die sagen, ich werde unter Druck gesetzt vom Arbeitgeber, meine ganzen Kollegen sind jetzt geimpft, ich bin der Einzige, der ist nicht geimpft, was soll ich machen? Ich glaube, dass die mehr damit anfangen können, wenn die ein Video sehen vom Professor Bhakti und sich da informieren und sich da Informationen rausziehen, als wenn die sagen, der Peter Klein hat das und das gesagt. Also das ist halt meine Einstellung dazu. Ich hatte selber eine spannende praktische Erfahrung damit. Also für mich war intuitiv von Anfang an klar, dass ich mich nicht impfen lassen wollte. Aber ich habe mir gedacht, ich schaue mir das nochmal mit einer Aufstellung an. Ich will das für mich mal überprüfen, und zwar in einer verdeckten Aufstellung. Also wirklich mal zu sehen, was zeigt sich für mich in dem Feld dazu. Und ich habe mit 6 Repräsentanten gearbeitet. Ich habe die 5 Impfstoffe ausgewählt und einen Repräsentant für die Nichtimpfung. Habe die hintereinander aufgestellt, habe das Coronavirus aufgestellt, die Gesundheit und jemanden für mich. Und das war dann interessant zu sehen, dass mein Repräsentant auf unterschiedliche Impfstoffe unterschiedlich reagiert hat in der Aufstellung. Jetzt müsste man das natürlich als Blindexperiment mehrfach wiederholen, weil das ja jetzt nur sein kann, dass ich persönlich auf einen bestimmten Impfstoff noch kritischer reagieren würde als auf einen anderen. Aber eins war spannend. Es war 5-mal ein Impfstoff drin und der Coronavirus, der Repräsentant, hat sich nie bewegt. Der stand immer fest auf seinem Platz. Und beim 6. Repräsentanten bei der Nichtimpfung spazierte der Coronavirus frontal auf mich zu und stellte sich direkt vor die Nase meines Repräsentanten. Dachte ich mir, das ist ja spannend, bei der Nichtimpfung passiert jetzt was. Und mein Repräsentant, der ja nicht mal wusste, dass er mein Repräsentant ist, also ich weiß nicht, ob jetzt alle verdeckte Aufstellungen kennen, wenn nicht, müssten wir das extra nochmal erklären. Also mein Repräsentant schaute dann den Coronavirus an und sagte, ja, ich habe mich entschieden. Und war relativ unbeeindruckt. Und also ich war nach der Aufstellung bestätigt, dass ich so das Gefühl hatte, egal, selbst wenn ich mich impfen lassen würde, glaube ich, würde ich das überstehen. Und dachte ich, ja, dann ist es halt so. Und dann habe ich ja spannenderweise ein paar Wochen später diesen Antikörpertest gemacht und festgestellt, ich habe 650 Antikörper. Das heißt, ich muss irgendwann Corona gehabt haben. Ich habe noch nicht viel davon gemerkt. Ja. Es sei denn, es gibt nochmal eine andere Erklärung für diesen Antikörpertest. Also kann ich jetzt nochmal an euch weitergeben, ob ihr nochmal eine andere Idee dazu habt. Also es gibt ja wohl 50% der Leute, die nicht mehr merken, dass sie eine Corona-Infektion gehabt haben. Also wenn, dann hätte ich halt Coronaviren in mir gehabt und habe Antikörper, aber ich habe es nicht mal gemerkt. Und dadurch zeigte sich für mich im Nachhinein diese Aufstellung natürlich nochmal in einem ganz anderen Licht, weil ich davon ausgehe, dass ich vorher schon mit dem Coronavirus in Kontakt bin und dass das sozusagen ein Vergangenheitsbild war, dass dieser Virus auf den Peter zuspaziert und der Peter sagt, ja, ich habe mich entschieden. Ja. Also ich glaube, es lohnt da schon auf die eigene Intuition zu hören, auf die eigene innere Stimme zu hören. Und es ist für mich schon spannend, dass also alle so Menschen, die ich kenne, die so spirituell sind, dass die alle da sehr kritisch sind, ohne dass die sich abgesprochen haben. Ja, also es scheint für mich schon so einen bewusstseinsmäßigen Zugang zu diesem Thema zu geben. Also mal so, um eine praktische Erfahrung damit einfach auch mal so zu erzählen. Ja, ich nehme da gerne dieses
Bild der zwei Matrizen. Wo bist du eingeklinkt? Angstmatrix oder Lichtmatrix? Mhm. Und da hast du auch entsprechend die Gefühle, die Resonanzen, die Situationen, die Menschen um dich herum, die da eben auch eingeklinkt sind. Und das ist wirklich eine tolle Erfahrung, wenn ihr mal beginnt, euch umzuklinken, weil das war jetzt eine Frage auch, wie kann ich mich vor der Angstmatrix schützen? Also die Frage an sich ist schon total, die müssen wir auseinandernehmen, denn ein Schutzbedürfnis bedeutet, du hast Angst, bist also schon in der Angstmatrix. Und du kannst dich nicht vor der Angstmatrix schützen, aber du kannst dich entscheiden für etwas Neues. Weißt du, das ist wie bei den kleinen Kindern und so funktionieren wir immer noch. Wenn du einem Kind sagst, lass das, hör auf. Das hört nicht auf. Weil der Fokus ist immer noch auf dem, was es nicht tun soll. Das ist wie, denke nicht an den rosa Elefanten. Ja? Du denkst dann dran. Wenn du aber dem Kind sagst, ach, schau mal da, dann ist es sofort dabei. Ja. Es geht um Ablenkung, es geht um einen neuen Fokus und es ist in uns allen angelegt und wir wählen, das sage ich immer wieder, wir wählen. Wir können auch in der schlimmsten Angst wählen, Moment, es wäre vielleicht möglich, dass diese Angst eine Illusion ist und dass ich gerade in den falschen Feldern eingeklinkt bin, die mir diese Illusion vorgaukeln und ich probiere jetzt einfach mal meinen Fokus umzudrehen und mich in lichtvollere Felder einzuklinken. Und hört euch mal den Podcast dazu an, den ich gemacht habe. Den findet ihr auch hier auf dem Kanal. Vielleicht gibt es ein bisschen noch Unterstützung dazu. Dann. Es gibt hier eine kurze Frage und da möchte ich auch ganz kurz eine Antwort geben. Ich möchte mich gern einer solchen New Earth Gemeinschaft anschließen. Mhm. Ich würde empfehlen, sich Telegram zu installieren, aber von telegram.org direkt von der Website des Herstellers und nicht aus einem Play Store von Google oder Apple. Und dann habe ich einen Kanal, Franz Hörmann Multiparadigmenwechsel, den bitte abonnieren. Und dazu gibt es eine Diskussionsgruppe, die nennt sich Kooperativer Individualismus. Und dort stelle ich die Links immer hinein. Also die Vorträge, die ich halte vor diesen Gruppen, da kann man dann auch die Homepage finden, man kann sich mit Vertretern dieser Gruppen dann dort auch unmittelbar austauschen. Also das wäre eigentlich die Drehscheibe für solche Kontakte. Genau. Ja, und zur Angstmatrix möchte ich auch noch ein bisschen etwas aus persönlicher Erfahrung sagen. Angst hat man im Allgemeinen nur vor Dingen und Situationen, die man selbst noch nicht durchlebt hat. Wenn man eine bestimmte Situation, auch wenn sie gefährlich sein mag oder unangenehm, schon einmal durchlebt hat und die Erfahrung hat, dass man das wohlbehalten überstanden hat, dann schwindet auch die Angst. Und da kann man natürlich bestimmte Techniken anwenden, indem man sich zum Beispiel in eine leichte Trance versetzt, ja, und da versucht, sich in diese angstbehafteten Situationen hineinzudenken, ja. Und auf die Art und Weise kann man die Angstgefühle durchleben und damit auflösen. Angst kann man eben, wie Sandra auch schon so schön gesagt hat, nie bekämpfen. Alles, was ich bekämpfe, dem gebe ich ja Energie. Ja, das mauert sich ein. Das bleibt aus dem Grund auch bestehen. Ich kann es aber irrelevant werden lassen und auflösen. Und wenn ich selbst die Erfahrung und den festen Glauben, die Überzeugung habe, dass Bewusstsein ewig ist, dass mir also nichts geschehen kann im Sinne von, ich höre auf zu existieren. Und wenn ich als zweite Erfahrung habe, dass auch Schmerz immer nur ein aushaltbarer und vorübergehender Zustand ist, dann ist mit diesen zwei sehr festen Glaubenssätzen schon sehr viel gewonnen. Ja. Die nächste Stufe müsste dann sein, dass man sich von der Sorge um andere Menschen befreit. Und ich glaube, dass diese Stufe, dass diese Art von Angst die schwierigere Angst ist, als die Angst vor dem eigenen Tod und dem eigenen Leid. Ja, die Sorge um andere. Ja. Das ist, wenn man so will, die Königsdisziplin der Angstüberwindung, wenn man diese Stufe hinter sich gelassen hat. Das stimmt, also, da hätte ich auch noch mal eine Ergänzung, obwohl wir es in unseren Gesprächen eh schon drin hatten. Also ich vertrete das als These sicherlich auch regelmäßig und hatte das bei euch auch schon. Also diese Sorge um andere und die dazugehörige Schuld, die einen teilweise suggeriert wird, erlebe ich in Deutschland am stärksten. Und ich komme da nicht um diese These drumherum,
dass das einfach ein noch nicht aufgearbeitetes Kollektivthema in Deutschland ist. Diese alte Nazi-Schuld, diese alte Holocaust-Schuld, die Deutschen, die Bösen, haben damals die Juden umgebracht. Und dass deswegen, also diese Form der Manipulation, für mich ist es eine Manipulation, den Leuten zu sagen, du musst dich jetzt impfen oder du musst dich an Corona-Regeln halten, damit du andere nicht gefährdest, dass diese Form der Manipulation in Deutschland am besten funktioniert, dass das auch eine Moralkeule ist. Also die Leute, die sich dann an die Maßnahmen halten, fühlen sich dann sozusagen auch moralisch überlegen. Es kommt da dann auch wieder so eine alte Blockwart-Mentalität durch. Also dann darf man auch diejenigen denunzieren, die Polizei rufen, wo vielleicht drei Autos vor der Tür stehen, weil da könnte eine Party laufen. Und diese Menschen fühlen sich dann selbst gerecht. Und ich glaube, dass da man immer, wenn so aktuelle, da komme ich jetzt in mein systemisches Denken hinein, so aktuelle Ereignisse sind, dass da halt auch immer Erfahrungen aus alten Systemen, Generationserfahrungen, Kollektiverfahrungen da eben auch noch mitschwingen. Und das ist ja auch ein Grund, warum wir immer wieder auch so Kollektivarbeiten dann eben auch machen, um an den dahinterliegenden Erfahrungen was aufzulösen. Weil wenn sich an den dahinterliegenden Erfahrungen etwas auflöst, dann nimmt das auch Energie, also destruktive Energie aus der gegenwärtigen, aus der aktuellen Situation sozusagen heraus. So als Erfahrung oder als Idee. Also da gab es eine Frage, die möchte ich ganz kurz beantworten. Geschieht Programmierung über das, was wir glauben, über holographischen Ausdruck, auch Ausleitung und genetische Veränderung? Also ganz klar, Geist über Materie. Und so wie es aus meiner Erfahrung läuft, gibt es verschiedene Stadien. Also es bleibt lange in der Informationsebene. Da können wir ganz leicht auch mit neuen Informationen, also wenn wir neu wählen oder wenn wir, wie wir das bei Teki machen, über den Täterzustand dann neue Glaubenssätze, Überzeugungen eingeben, alles schon verändern. Wenn es schon auf der körperlichen Ebene sich manifestiert hat, klappt das teilweise auch noch, dauert aber länger. Hier empfehle ich in der Regel auch, ausleitend nachzuhelfen mit entsprechenden Mitteln, die ich jetzt hier nicht nenne, aber die man beim Heilpraktiker dann erfragen kann. Natürliche Mittel, die dann einfach Ausleitungen unterstützen. Genau. Was ich sehr gerne an Franz hier weitergeben möchte, die ist auch an dich gestellt. Was halten Sie vom perfekten Sturm, Professor Toll? Nicht sehr viel. Also ich habe mich sowohl mit diesem Menschen als auch mit seinen Aussagen beschäftigt. Ich glaube, dass das keine sehr guten Ideen sind. Ich glaube nicht, dass wir wieder in ein altes Nationalsystem zurückgehen sollten. Denn die alten Staatsideen und die Nationen sind ja am Ende des Tages immer nur für militärische und kriegerische Zwecke missbraucht worden. Sehr wohl halte ich es für richtig, dass man ein Heimatgefühl entwickeln kann, dass man sich einer bestimmten Region, einem Gebiet verbunden fühlt, in dem man zum Beispiel geboren wurde und aufgewachsen ist, und dass man diese Bindung der Menschen zu einer bestimmten Region oder auch einer Landschaftsform durchaus gutheißen und unterstützen sollte. Denn das ist ja letztlich auch ein Ausdruck der persönlichen Beziehung zur Natur, auch wenn es eine regionale Form von Natur ist. Aber das Wiedererstarken alter historischer Nationalstrukturen, ob das jetzt Preußen ist, ja, oder ein Kaiserreich oder was auch immer, ich halte das für keine gute Idee und ich glaube nicht, dass das nachhaltig Bestand haben wird. Manche sprechen davon, dass jetzt die einzelnen deutschen Fürstentümer wieder auferstehen werden, ne, und dass also gewissermaßen der Adel wieder restituiert wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine sehr sinnvolle Strategie ist, denn am Ende unserer Entwicklung wollen wir ja alle in autonomen und autarken ökologischen Gemeinschaften leben. Und dafür benötigen wir weder eine Gesetzgebung noch eine Regierungsform, das weder ein Parlament, ja, schon gar keine repräsentative Demokratie, aber natürlich auch keine Monarchie. Ja, wir benötigen überhaupt keine Top-Down-Steuerungsform mehr, wo uns von oben gesagt wird, was wir tun dürfen und was nicht,
sondern wir müssen die Fähigkeit entwickeln, uns untereinander auf Augenhöhe auszutauschen und so zu organisieren, dass Kooperation gelingen kann und wir alle das gemeinsam herstellen können, was wir auch gemeinsam verwenden wollen. Das ist, glaube ich, das größere Ziel. Ich habe da noch zwei andere Fragen gesehen, die ich glaube, ganz kurz beantworten zu können. Einmal die Frage nach den Kindern, die aus unterirdischen Tunneln befreit wurden, angeblich. Ich kann nur sagen, es handelt sich dabei aus meiner Sicht eben um ein Narrativ. Das kann so sein, es kann aber genauso gut eine Psyop sein, also einfach eine Manipulation der Bevölkerung zu einem bestimmten Zweck. Was immer jetzt in diesen unterirdischen Tunneln getan wurde, ob dort gekämpft wurde, ob dort gebaut wurde, ob dort abgerissen wurde, wir wissen es nicht definitiv. Die Legende sagt, Kinder wurden befreit. Ich halte das nicht für unmöglich. Ja, also Menschen sind wahrscheinlich zu vielen fähig, mehr als wir uns als gutgläubige Menschen vorstellen können und wollen. Also ich halte es nicht für unmöglich, aber es ist meiner Meinung nach auch noch nicht faktisch bis ins Letzte so bewiesen, dass ich es als Fakt tatsächlich auch so sehen würde. Ja. Es ist eine Geschichte, die, weil sie eben als Geschichte platziert wurde, auch einen Zweck erfüllt. Welcher Zweck das ist, werden wir wahrscheinlich erst in einem halben Jahr oder in einem ganzen Jahr dann wissen. Ist es sinnvoll, Getreide und Reis zum Beispiel als Tauschmittel für die Übergangszeit anzulegen? Definitiv nicht. Ja. Es ist sinnvoll, bestimmte Lebensmittelvorräte für den eigenen Bedarf anzulegen, gerne auch für den Nachbarn. Ja. Da kann man dann auch in der Nachbarschaftshilfe sich gegenseitig aushelfen, aber nicht im Sinne von Zigarettenstangen wie nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, wo man also dann das quasi als Zahlungsmittel verwendet. Macht keinen Sinn. Da sollten wir eben wirklich komplett aus dem Tausch herausgehen und sofort in die Kooperation. Ja. Denn wenn man kooperiert, indem man zum Beispiel dem Nachbarn Lebensmittel anbietet, dann ist es meiner Meinung nach vollkommen klar, dass der zum Beispiel mit technologischem Know-how bei einer Reparatur helfen wird oder indem er einen in die Stadt chauffiert oder auf die Kinder aufpasst. Ja, also da brauchen wir gar nicht erst lange herumverhandeln. Menschen, die Nachbarschaftshilfe leben, die funktionieren dann einfach so. Sei du die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst. Ja, es beginnt immer bei uns. Beginnt im ganz Kleinen, wichtig, bei der Familie, sagst. In der Partnerschaft, bei der Familie und dann eben in der Wohngemeinschaft. Was ist Nisara Gisara? Ja, das sind bestimmte Vertragswerke. Das N bei Nisara steht für national, das G bei Gisara für global. Und das sind Rechtskonstruktionen, die angeblich, muss auch da wieder sagen, angeblich 2018 in Paris von 208 Staaten unterzeichnet und ratifiziert wurden. Und die besagen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt ein globaler Schuldenerlass eintreten soll, die Bevölkerung alle Steuern, die sie bisher gezahlt haben, zurückerhalten und die Finanzämter dann zusperren. 120 Tage nach der öffentlichen Ausrufung von Gisara sollen dann sämtliche Regierungen in diesen 208 Staaten zurücktreten und es werden Neuwahlen, allerdings Neuwahlen, die militärisch überwacht werden, abgehalten. Und die Regierungen, die dann gewählt werden, regieren für eine Übergangszeit eben in diese neue Gesellschaftsform und werden dann nur noch 10% der Personenzahl und des Personals enthalten, wie wir sie heute kennen. Ja, eben weil das schon eine Staatsform in Auflösung ist. Ja, also die Menschheit soll aus diesen virtuellen geistigen Ketten erlöst werden. Das ist das Ziel von Nisara und Gisara. Aber man kann das gerne auch googeln. Da gibt es schon auch interessante Webseiten, wo das näher erklärt ist. Ach, kann man gerne glauben oder auch nicht. Joe Conrad beispielsweise, der verwaltet selbst so eine Webseite für Nisara Gisara, die er auf Deutsch übersetzt hat. Also die Fassung davon wird von Joe Conrad mitbetreut. Hier taucht nochmal die Frage nach den Angstfeldern auf, also ob nicht auch das Angstfeld vor den Impfungen auch wieder ein Angstfeld ist. Das ist tatsächlich ein Dilemma für mich, weil wenn ich sehe, wie über die Nachrichten dieses Angstfeld vor Corona aufgebaut wird und wie das manche am Wickel hat, ist, glaube ich, keine gute Lösung zu sagen, die Gegenseite, ich nenne es jetzt mal bewusst, die Gegenseite baut jetzt auch ein Angstfeld auf und sagt, naja, schaut mal her, die ganzen Geimpften, dem wird es allen irgendwie dreckig gehen, die werden jetzt alle irgendwo sterben.
Ich glaube, es geht wirklich darum, dass Menschen eine individuelle Entscheidung treffen oder die ja auch schon getroffen haben. Ich meine, ich glaube, 50% der Leute sind jetzt zweifach geimpft. Das ist jetzt mal passiert. Ja? Und dann geht es, glaube ich, darum, die Verantwortung für meine Entscheidung zu übernehmen und zu schauen, was kann ich jetzt tun, was mich in der momentanen Situation stärkt. Was kann ich tun, um mein Immunsystem zu stärken? Kann ich meine Ernährung umstellen? Kann ich fasten? Kann ich spirituelle Dinge machen? Was kann ich tun, um positiv in meine Kraft zu kommen? Und habe ich Notfallpläne? Was mache ich, wenn ich merke, ich vertrage die Impfung nicht? Das, was Sandra gerade eben gesagt hat, Kontakt mit Heilpraktikern zu haben, sich dann helfendes Netz irgendwo aufzubauen. Und dann, wenn wir uns weder von dem einen noch von dem anderen Angstfeld einfangen lassen, dann zu schauen, worum geht es denn eigentlich dahinter? Also wovon lenken uns denn diese Angstfelder eventuell auch ab? Weil man darf ja auch nicht unterschätzen, dass es gibt ja auch Placebo-Effekte, negative wie positive. Und ich habe jetzt keine sadistische Freude dran, einem Freund oder Verwandten oder Bekannten, von dem ich weiß, ist, dass der doppelt geimpft ist, jeden dritten Tag ein Video zuzuschicken, wie dreckig es irgendwann den ganzen Geimpften geben wird und dass die alle irgendwie sterben werden. Ich glaube nicht, dass man damit irgendeinen positiven Dienst betreibt, aber das muss natürlich jeder selber entscheiden, wie er damit umgeht. Und die Frage ist, was ist euer Sinn im Leben? Das lässt sich damit, glaube ich, auch sehr schön verbinden. Ich habe ja irgendwie eine gute Affinität zu dem Buddhismus und im Buddhismus sagt man immer, allen lebenden Wesen zu dienen. Und man kann sich ja mal überlegen, was das in so einer Situation jetzt bedeuten könnte, allen lebenden Wesen zu dienen und nicht nur denjenigen, die dieselbe Meinung haben wie man selber. Da ist es nämlich meistens leichter, wenn jemand dieselbe Meinung hat. Viel schwieriger ist es zu überlegen, wie kann ich eventuell Menschen dienen, die eine andere Meinung haben wie ich. Ich möchte kurz auf diese eine Aussage hier eingehen. Es gibt ja auch Quellen, die sagen, dass es gar keine Viren gibt. Richtig, es gibt also Stefan Lanker und mittlerweile auch viele andere, die die sogenannte Erregerhypothese anzweifeln, die jetzt Kontrollversuche gestartet haben in verschiedenen Labors, um zu zeigen, dass menschliche Zellen in einer Petrischale in diesem Milieu, in diesem Umfeld, auch dann absterben, wenn man keine Bakterien oder Viren, also keine Krankheitserreger beifügt. Und das war also historisch immer das Argument, ich habe eine menschliche Zellkultur und dann gebe ich Viren oder Bakterien hinzu. Nach einer gewissen Zeit sind die menschlichen Zellen tot, dann war es offenbar die Wirkung des Erregers. Wenn man jetzt nachweisen kann, dass das regelmäßig auch ohne Erreger passiert, dann entzieht man also diese Argumentation komplett im Boden. Und natürlich ist das momentan ein interessanter Entwicklungsprozess. Ich würde nicht sagen, dass man damit bewiesen hat, dass es keine Viren gibt. Es gibt Proteinkapseln, in die bestimmte DNA-Sequenzen eingekapselt sind. Und es ist beobachtbar, dass die in Massen teilweise aus menschlichen Zellen hinausgeschleudert werden. Das heißt, die Zelle quasi explodiert und die in Massen hinaus befördert werden. Die Frage ist, wie dieser Vorgang dann interpretiert wird. Die Erregerhypothese sagt, das kommt also von außen, da wird also die Zell generiert, der Generator ja, in der Zelle, der die Eiweiße produziert, wird neu programmiert und er erzeugt dann diese Krankheitserreger, also die Viren. Nicht? Das entsteht eine Virenfabrik aus der eigenen Körperzelle, so hat man das früher erklärt. Die alternative Sichtweise sagt, das sind bestimmte DNA-Schnipsel, die die Zelle nicht mehr braucht, und die wird nach außen geleitet. So wie ja die alternative Sicht bei den Bakterien auch die ist, Bakterien seien umgewandelte körpereigene Zellen, die Giftstoffe nach außen bringen, was wir zum Beispiel im Fall von Eiterungen von Wunden sehr schön sehen können. Ja. Und damit sollte man die Bakterien nicht töten, denn man erschießt dann eigentlich die Müllabfuhr. Ne? Das wird man natürlich in der Zukunft noch näher beleuchten müssen mit weiteren Kontrollexperimenten. Aber so wie ich das momentan sehe, ist das auch ein tendenzieller Paradigmenwechsel in diesem medizinischen Bereich. Wir sind aktuell meiner Meinung nach noch nicht in einer Phase, wo man sagen könnte, es ist eindeutig das eine oder das andere wahr. Ja, aber es bilden sich jetzt unterschiedliche Lager und das Lager derer, die die Erregerhypothese auf Englisch Germ Theory sehr kritisch sehen, wächst. Ja, es wächst
Und wir dürfen jetzt gespannt sein, wie sich diese wissenschaftliche Dialog, der da jetzt hoffentlich entstehen wird, in der Zukunft entwickelt. Ganz kurz an WK, zum einen gerne Peter, also gerne mit Vornamen, ich glaube, wir sind alle per Du, und zum anderen, nee, ich habe nicht falsch verstanden, ich wollte nur reagieren auf dieses, es handelt sich um zwei Angstfelder und wollte dazu meine persönliche Meinung sagen. Ich wollte da nichts, habe da nichts falsch verstanden oder wollte da nichts interpretieren in die Frage hinein. Alles gut aus meiner Sicht. Hier ist eine Frage, was passiert mit der Börse bei Umsetzung von Kisara? Die Börse, wie wir sie heute kennen, alle diese virtuellen Marktplätze, meiner Meinung nach, die werden in sehr kurzer Zeit komplett verschwinden. Und das hat jetzt nicht unbedingt nur etwas mit Kisara zu tun, sondern da, vor allem auch mit den Rechtsformen. Kapitalgesellschaften wie Aktiengesellschaften und GmbHs werden wir in Zukunft nicht mehr benötigen. Denn dieses akkumulierte Kapital ist ja auch der Grund, warum diese Rechtsformen Gewinne maximieren müssen, ja, für die Eigentümer. Was wir in der Übergangszeit intensiv verwenden werden, sind Stiftungen, Vereine und vielleicht begrenzt auch Genossenschaften. Wobei Vereine, vor allem österreichische Vereine, wie ich immer wieder feststellen muss, eine besonders große Chance haben. Ja, es gibt viele Projektgruppen, auch in Deutschland und in der Schweiz, die österreichische Vereine gegründet haben, weil das österreichische Vereinsrecht international ganz besonders interessant ist. In diesem Zusammenhang kann man sich an einige rechtliche Spezialisten wenden. Die Stiftungen werden im Hintergrund die Finanzierung übernehmen und die einzelnen Projekte, wie zum Beispiel Siedlungsprojekte, werden dann jedes für sich in einem Verein angesiedelt sein. Und in der Übergangsphase werden Menschen, die dann in diesen Siedlungen leben und arbeiten werden, vom Verein auch angestellt und bezahlt werden. Ganz klar, ja, denn wir kommen aus einer Gesellschaft mit Unternehmenskultur und bestimmten Rollen. Und für eine begrenzte Zeit werden wir diese Rollen übernehmen, wenngleich wir sie schrittweise in verschiedenen Phasen auch gemeinsam auflösen werden. Denn Tätigkeiten, die wir nicht tun wollen, weil sie unangenehm oder gesundheitsschädlich sind, die werden wir automatisieren, also einfach wegrationalisieren. Aber ohne, dass die Menschen, die sie bisher ausgeübt haben, dadurch wirtschaftlichen Schaden erleiden. Sondern die dürfen sich darauf freuen, in Zukunft etwas zu tun, was ihnen mehr Freude bereitet, bei gleicher oder vielleicht sogar besserer Bezahlung. Ja, das nur so nebenher. Da dürfen sich ganz viele Menschen auch drauf freuen, dass sie weniger Stunden arbeiten, viel mehr das machen können, was sie wirklich möchten und davon gut leben können. Denn unsere Welt ist da total aus den Fugen im Moment, ja. Dass jeder meint, er muss irgendwas machen und viele ihr Studium schon daran aussuchen, was gerade gesucht wird oder was andere machen und gar nicht mehr wirklich auf ihren Seelenplan hören. Und wenn wir wieder in diese Kraft und Energie reinkommen, auch mit der Schwingungserhöhung, dass es einfach ganz normal für uns wird. Lebt dein Computer noch, Peter? Ich habe hier ein sehr kleines Hotelzimmer. Neben dem Bett passt noch der Koffer daneben und dieser Tisch. Und ich muss die alles irgendwie umstellen, dass ich das überhaupt irgendwie hinkriege. Deswegen stoße ich ja ab und zu mal gegen irgendwas an. Bitte nicht irritieren lassen. Ja, also kurz gesagt, ich glaube, dass wir alle den Sinn des Lebens noch viel, viel tiefer entdecken können, wenn wir viel mehr uns wieder nach oben wenden, auf unser Herz hören und wirklich unseren Seelenplan auch wieder entdecken und leben. Und das ist für mich persönlich auch der Sinn des Lebens. Also es gibt zum einen einen individuellen, aber auch einen göttlichen und das hängt direkt zusammen, denn aus meiner Perspektive haben wir uns vor dieser Inkarnation grob ausgesucht, was wir erleben möchten. Wir haben uns die Gegebenheiten, die Begegnungen, alles dazu ausgesucht und auch, was wir erfahren möchten. Und das ist für mich der Sinn, das oberste Gebot, dass ich eben nicht den Weg von jemand anderem gehe, dass ich nichts tue, was nicht meiner Herzenskraft entspringt, dass ich mir meine Ängste wirklich anschaue und durch sie hindurchgehe, dass ich immer die Liebe suche
und immer den Weg verfolge, der für mich richtig ist, auch wenn alles dagegen zu sprechen scheint. Das ist dann eben einfach eine Herausforderung und die darf man sportlich nehmen. Und wie Franz vorhin so schön gesagt hat, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, wenn du ein paar Mal Ängste überwunden hast, dann wächst du daran unglaublich. Und das ist für mich auch genau Corona. Das hat auch eben jemand geschrieben. Vielleicht ist Corona jetzt auch die große Heilung, so wie die Viren vielleicht auch nur abtransportieren. Das sehe ich auch so übrigens, dass die Viren letztlich die Guten sind. Ja. Und deswegen sage ich auch in meinen Seminaren, niemals Viren transformieren, sondern wenn, dann Erreger. Transformiert nicht die Viren. Was ist, wenn das die Guten sind? Ja? Also das ist wirklich wichtig, dass man auch hier bewusst wird, auch in Energiearbeit bewusst wird. Und ich sehe Corona global absolut als große Heilung. Aber jetzt ist natürlich jeder gefragt. Der eine sagt, wir sind im Krieg, habe ich jetzt hier auch gelesen in den Kommentaren, wir sind im Krieg. Ja, und der andere sagt, wir gehen gerade in die Heilung. Was ist wahr? Ja, das entscheidet sich doch wieder über Angstmatrix und Lichtmatrix, oder? Ich finde, wir erleben momentan eine sehr lehrreiche Phase. Mhm. Nämlich die Phase, dass es diese absolute objektive Wahrheit, also die eindeutige Interpretation, gar nicht geben kann. Mhm. Jeder Mensch interpretiert das für sich selbst. Jetzt ist natürlich klar, wenn wir alle in einem Land, die ganze männliche, wehrpflichtige Bevölkerung, eine Uniform anziehen, und im Nachbarland die wehrpflichtige Bevölkerung, die männliche wehrpflichtige Bevölkerung, eine andere Uniform. Und dann schießen die aufeinander. Dann haben die alle kollektiv die Vorstellung, es ist Krieg. Und weil sie sich alle so verhalten, ist das dann auch plausibel. Damit ist das die dominante Wirklichkeitsinterpretation. Wenn es aber zu unterschiedlichen Auseinandersetzungen, ja, geheimen Operationen, mehrdeutigen Kommunikationsvorgängen kommt, etc., dann sehen wir sofort, dass unterschiedliche Menschen und Menschengruppen dafür unterschiedliche Erklärungen anbieten. Ja? Und das ist in Wirklichkeit jetzt ein sehr hilfreicher Prozess, denn wir werden ja in der Zukunft auf diesem Planeten in sehr, sehr unterschiedlichen Gemeinschaften leben. Und das ist auch gut. Ja? Ich freue mich auf diese große Vielfalt. Wichtig wird nur sein, dass wir kommunikationsfähig bleiben. Dass wir also nie unsere Lebensweise über eine andere Lebensweise stellen, womöglich auch auf einer moralischen Ebene und sagen, das, was die machen, ist schlecht oder es ist verächtlich, ja, sondern es ist dann einfach nur anders. Und die Menschen sollen sich das einfach dann aussuchen, in welchem Umfeld, in welcher Kultur sie sich dann am besten wohlfühlen und dürfen sich dann dort nach Belieben weiterentwickeln. Ja. Und ich glaube, diese Öffnung durch die Interpretation, die vielfältige Interpretation dieser mehrdeutigen Ereignisse, ja, der beste Lernprozess, den man sich jetzt denken kann. Hier ist noch eine Frage an mich. Wie kannst du dir so sicher sein, dass Nisara Gesara schon so bald kommt? Ich sage nicht bald kommt. Ich sage, es ist jetzt bereits in der Umsetzung. Das ist ein Unterschied. Ja? Und es ist deswegen in der Umsetzung, weil eben in diesen Ländern das intern schon bekannt gegeben wurde. Dort war die Bevölkerung auch schon auf der Straße und hat das gefeiert. Ja? Und ich habe auch schon Nachrichten von bestimmten einzelnen Leuten aus dem deutschen Sprachraum, ja? Also aus der Dachregion, dass die Banken ihnen gesagt haben, also den Hypothekenkredit, den können sie vergessen. Ja. Das passiert momentan natürlich noch unter der Hand. Offiziell dürfen das bei uns die Banken noch nicht sagen. Aber es wird wahrscheinlich nur noch wenige Wochen dauern. Und dann wird das auch bei uns und global dann insgesamt bekannt gegeben werden. Und mit diesem Stichtag, wo meiner Meinung nach das dann in den Vereinigten Staaten mit globaler Wirkung abschließend bekannt gegeben werden wird, beginnt dann wahrscheinlich die 120-Tage-Frist zu laufen, wo am Ende dieser Frist dann die globalen Neuwahlen stehen werden. Das ist das, was ich momentan wirklich guten Gewissens sagen kann, weil ich dafür sehr, sehr viele Belege habe. Ja, die Belege sind natürlich auch wieder nur aus zweiter Hand. Ja, ich war es nicht in Mexiko zum Beispiel oder in Spanien, aber es gibt sehr, sehr umfangreiche Berichte von dort. Und es ist ja seit ewigen Zeiten geplant, dass es kommt. Und ich kann nur sagen, wann sonst, wenn nicht jetzt. Die Frage, was haltet ihr von der These, dass Geimpfte die Ungeimpften anstecken können? Sandra, wie siehst du das? Wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten. Ja, das ist tatsächlich ein Thema.
das ich auch energetisch mir angeschaut habe und ich muss das leider mit Ja beantworten und die Regierung hat sich da ja auch abgesichert mit diesem neuen Passus im Gesetz, ne? Dass dieses Shedding einfach stattfinden kann und dass wir da jetzt eben kein Recht mehr auf körperliche Unversehrtheit haben, auch auf diesem Weg geschädigt werden können. Aber auch hier ist es wieder so, dass wir wählen. Ja? Immer wenn wir in die Angst gehen, ist unser System nicht sicher. Also unsere Aura, unsere Energiekörper, die ziehen dann das an, wovor wir Angst haben. Wenn wir im Vertrauen sind, wenn wir in der Liebe sind. Ich mache das immer so, dass ich dem anderen gleich Liebe und Heilung und so weiter schicke, mental von meinem Herzen aus. Dann kann da nicht gleichzeitig etwas reinkommen. Also das mal so als energetische Antwort. Ich halte es aber schon durchaus auch für sinnvoll, solange das nicht vollkommen geklärt ist. Und wenn wir es wissen und im eigenen Umfeld so umsetzen können, dass wir vielleicht die ersten 7 Tage unbedingt, aber eher 21 Tage körperlich etwas Abstand halten. Also kein Flüssigkeitsaustausch, auch nicht unbedingt Hautkontakt und vor allem dieser, oder nicht vor allem, aber auch dieser direkte Atem. Also jemand atmet vor dir aus und du atmest diese Luft direkt ein. Das sind wohl so die Situationen, wo es ja einfach dann geschehen kann. Aber wie gesagt, ich möchte da nochmal sagen, wir leben wirklich in einer Zeit, wo sich die Welten überschneiden und wo sich die Realitäten überschneiden und wo es an uns ist zu wählen. Geht nicht in die Angst. Für mich ist der Umgang mit Angst, und da geht jeder auch wirklich anders damit um, das Thema hatten wir vorher auch. Für mich ist es immer, ich muss mich informieren, ich muss in Anführungszeichen wissen, ich muss mir etwas aneignen und dann kann ich so in alle Möglichkeiten reinspüren und mich selber ideal positionieren. Und dann fühle ich mich gut, dann bin ich nicht mehr in der Angst. Ja? Und jeder hat da so seine eigene Möglichkeit, wie er mit seinen Ängsten umgeht. Meine Empfehlung ist, geht da in die Liebe, geht ins Vertrauen. Aber wenn ihr spürt, da ist mir jetzt nicht so wohl dabei, dann hört da auch drauf und haltet diesen Abstand. Möchtet ihr noch was dazu sagen? Ich kann mich eigentlich dem nur anschließen. Es hört sich für mich sehr stimmig an. Was bei mir gerade so passiert ist, die letzten paar Minuten, ich habe mir gedacht, mein Gott, da sind so viele Fragen, keine Ahnung, oder kann ich eine Privatmeinung dazu abgeben, aber um Gottes Willen keine Expertenmeinung, muss aber auch gar nicht sein. Also ich merke gerade so, das, was du auch gesagt hast, Franz, mit der Qualität der Kommunikation, ja, Dinge einfach mal auszusprechen, stehen lassen zu können, Experten, die Dinge zusammentragen, Gedanken, Fragen, auch mal eine Unsicherheit zeigen zu dürfen, nicht alles wissen zu müssen. Wenn ich das mal vergleiche, in welcher Kommunikationskultur wir uns hier im Moment gerade befinden, ich meine nicht nur uns drei, ich meine auch das, was ich da im Chat parallel lese und vergleiche das mit den Talkshows im Fernsehen, ja, wo es ja immer auf schwarz-weiß, so ist es nicht. Also ich glaube, dass diese Art, wie wir mit unterschiedlichen Meinungen miteinander umgehen, dass das ein ganz wirklich entscheidender Fall sein wird für diesen, also ganz entscheidende Komponente sein wird für diesen Multiparadigmenwechsel. Ja, weil wir uns ja immer die Frage stellen, was gehört alles zu diesem Multiparadigmenwechsel dazu und wie lange dauert er und wann ist er abgeschlossen? Also ich glaube, dass das auch mit dazu gehört, dieses, wie gehen wir mit uns und mit anderen um, zuhören? Kann ich auch mal eine andere Meinung irgendwo stehen lassen? Bin da gerade im Moment recht beeindruckt davon, wie wenig ich weiß und wie toll wir uns austauschen. Und dass man das auch sagen kann. Ich möchte noch bitte unbedingt was nachtragen zu dem Shedding. Das geht nicht um Viren. Ja? Also man steckt sich nicht mit Corona an. Das wird nämlich manchmal dann missverstanden und dann sagen die einen, ach, an die Ansteckung glaubt ihr nicht, aber an die andere schon. Nein, so ist es nicht gemeint. Es geht um die Ausscheidung der Nanopartikel. Und auf den Nanopartikeln ist die Information drauf von dem Spike-Protein oder dieser mRNA. Und darum geht es. Nanopartikel sind eben extrem winzig und werden bei uns
wieder aufgenommen. Genau. Das einfach nur noch zum Klarstellen. Und ansonsten sehe ich das genauso wie du auch. Jetzt trudeln noch ganz viele Fragen rein. Wow, und extrem unterschiedlich. Glaubt ihr an UFOs, welche momentan verhäuft in den Medien kommen? Ja, also ich kann da vielleicht meine persönliche Sichtweise einbringen. An UFOs, also unbekannte Flugobjekte, beziehungsweise UAPs, Unknown Atmospheric Phenomena, wie sie jetzt modern benannt werden, an die braucht man nicht zu glauben, weil die gibt es wirklich. Ja, das haben auch die amerikanischen offiziellen Militärstellen inzwischen eingestanden. Es gibt Beobachtungen am Radar, von Piloten und so weiter. Und das wurde protokolliert, das wurde von Radars aufgezeichnet, von Objekten, die sich auf eine sehr außergewöhnliche Art und Weise verhalten, wie es normale irdische Flugobjekte, da muss man dazu sagen, die den aerodynamischen Gesetzen unterworfen sind, also Flugzeuge im klassischen Sinn oder meinetwegen auch Luftschiffe, aber die bewegen sich eher langsam, ja. Die kommen dafür sowieso nicht in Frage. Also die können es definitiv nicht sein. Da es aber metallische Objekte sind, also offensichtlich künstlich hergestellt, ist jetzt die Frage, wo kommen die her? Bei der Interpretation, was das dann sein kann, müssen wir heute fairerweise alle Möglichkeiten offen lassen. Eine Interpretation ist, das sind Außerirdische. Eine andere Interpretation ist, das sind Innerirdische. Eine dritte Interpretation ist, die sind von Menschen gebaut, die schon seit langer Zeit mit anderen Gruppen der Inner- oder Außerirdischen, die uns technologisch überlegen sind, zusammenarbeiten. Das ist die Theorie der sogenannten Breakaway Civilization. Vierte Interpretation, das sind Zeitreisende, möglicherweise wir selbst, also unsere Enkelkinder, ja, die in die Vergangenheit kommen. Fünfte Interpretation, das sind interdimensionale Fortbewegungsmittel. Die kommen also aus einer Zwischendimension, aus einer höheren Dimension, verschwinden ja dann teilweise schlagartig, plötzlich lösen sie sich quasi auf, sind nicht mehr da. Das würde also für diese letzte Interpretation sprechen. Tatsache ist, wir haben momentan keine ausreichenden Hinweise, um ausschließlich eine dieser fünf Hypothesen den anderen vorzuziehen. Ja, da können wir jetzt wirklich frei unserer Fantasie freien Lauf lassen und vielleicht auch in uns hineinfühlen, was fühlt sich für uns aufgrund unserer bisherigen Lebenserfahrungen stimmig an. Klar ist, dass es Konzepte gibt, das sogenannte Project Blue Beam, das bestimmte herrschende Gruppen aus der Vergangenheit im Umfeld des Vatikans, da hat es ein Buch gegeben zu Project Blue Beam, von zwei amerikanischen Journalisten, das schon vor einigen Jahren erschienen ist. Und die behaupten, dass einige Gruppen im Vatikan holographische Technologie dafür verwenden wollen, einen Angriff Außerirdischer vorzutäuschen, um dann über eine einheitliche Weltreligion eine neue Weltordnung als globales Herrschaftssystem zu errichten. Das ist berichtet worden, wie gesagt, zwei Journalisten haben ein ganz dickes Buch darüber geschrieben. Das kann man sich gerne beschaffen. Ich habe es sogar gelesen, ist aber auch schon an die 5, 6 Jahre her. Also ich glaube auch nicht, dass wir unbedingt zwischen diesen 5 Möglichkeiten wählen müssen, sondern dass die durchaus alle richtig sein können, ja, und wahrscheinlich auch sind. Und ich glaube definitiv an UFOs. Ich habe auch schon selber eins gesehen, unter Zeugen. Also unsere ganze Familie hat schon eins gesehen. Und ich hatte sogar das Gefühl einer Kommunikation. Also mit diesem Bewusstsein, das da neben uns hergeflogen ist. Also nicht irgendwo weit weg, sondern es war sehr nah. Mir fiel gerade ein, das habe ich mir jetzt gerade noch notiert, ich würde zu diesem Thema noch ein Video verlinken, das gerade die Tage erst eingestellt wurde. Ich glaube, der Kanal heißt Exopolitik. Das ist wirklich ausführlich und fand ich gut. Es ist Englisch mit Untertiteln, ein bisschen schwierig, ja, vielleicht für die, die kein Englisch dann sprechen, aber ich werde das noch unterm Video verlinken, weil, danke, ich glaube, dass das jetzt wirklich auch wichtig ist, sich auch mit diesen Plänen zu beschäftigen, die da eventuell auch noch auf uns zukommen, weil ich finde es auf der einen Seite großartig, dass diese Akten endlich freigegeben werden, ja. Die gibt es schon ewig, die sind schon lange da und da gibt es unglaublich viele, die da schon
darüber gesprochen haben, nach Rentenantritt sozusagen. Aber ja, vorher geht es bei den meisten nicht. Aber möglicherweise ist da eben auch wieder ein Plan damit verbunden, ja, dass man uns dann vorgaukeln will, dass da jetzt irgendwas Gefährliches auf uns zukommt. Und da sollten wir vorbereitet sein, dass wir nicht alles glauben, was uns da verkauft wird. Was sind noch für Fragen? Zu den Massenmedien, da traue ich mich mal wieder was zu sagen, weil manche Sachen sind dabei, da halte ich mich raus. Also wir haben mehrere Aufstellungen gemacht im Zuge von der Corona-Krise, wo wir uns auch immer wieder die Rolle der Medien angeschaut haben. Dem Vertreter der Medien ging es nie gut. Ja? Also ich weiß nicht, Franz, du erinnerst dich an eine, die wir gemacht haben, die habe ich immer noch nicht nachgearbeitet. Da ging es dann auch darum, dass irgendwann der Repräsentant der Medien draußen saß und sich die nächste Generation nicht mehr so für die Medien interessiert hat, also die klassischen Massenmedien. Also auch da ist jetzt die Frage, welchen Zeitabschnitt nimmt man? Ich könnte mir vorstellen, dass im Moment doch ziemlich offensichtlich wird, wo jemand, der bei den Medien arbeitet oder Journalist arbeitet, überhaupt eine gewisse Freiheit hat des kritischen Denkens, des kritischen Schreibens und des kritischen Hinterfragens. Es gibt ja mittlerweile auch immer mehr tolle Diskussionen auch auf YouTube, im Internet, wo Journalisten, die ausgestiegen sind aus diesem System, die Bücher schreiben, die heute im Internet arbeiten, wie die darüber berichten, wie das ist, bei so einem Massenmedium entsprechend zu arbeiten. Ich glaube, da müssen im Moment auch viele Leute, so Journalisten, die bei solchen Kanälen sind, müssen auch persönliche Lebensentscheidungen im Moment gerade eben treffen. Ich finde es auch interessant zu sehen, wo manche Medien auch in Deutschland, Österreich fast wie gleichgeschaltet wortwörtlich dasselbe berichten. Also wo das dann sicherlich, wenn man sich mal die Tagesschau genau anschaut, wie man sieht, wie dann abgelesen wird, das ist ja kein freier Text mehr, der da gesprochen wird. Da wird kein Interview mehr geführt. Das ist ja eigentlich fast wie ein Schauspieler, der seinen Text auswendig lernt und dann sozusagen abliest. Und ich glaube, dass wir im Moment nochmal in der Phase drin sind, dass das überhaupt erstmal bewusst werden muss, dass man diese Unterschiede irgendwo auch erkennt. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass vielleicht die nächste Stufe ist, dass da noch mehr Journalisten aussteigen, da noch mehr persönliche Berichte auch dazu kommen und dass vor allem die Medienkonsumenten einfach mündiger werden und dann ganz bewusst entscheiden, welches Medium schaue ich mir an. Und wenn ich was Neues über Russland erfahren will, dann ist Russia TV vielleicht nicht unbedingt immer die beste Quelle. Aber wenn ich was erfahren will, was vielleicht gerade in Deutschland nicht auf ARD und ZDF läuft, kann Russia TV durchaus eine interessante Quelle sein. Und insofern ist das, glaube ich, im Moment ein Entwicklungsprozess, nicht nur bei denjenigen, die Medien Informationen zur Verfügung stellen, sondern auch ein Entwicklungsprozess für diejenigen, die diese Medieninformationen auch konsumieren. Und solange sich die schlechte Nachricht auf der Bild-Zeitungs-Titelseite am besten verkauft und die meiste Auflage bringt, wird auf der Titelseite der Bild-Zeitung auch weiterhin ein negativer Aufmacher stehen, wie das heißt. Wenn sich mehr Leute eine Zeitschrift kaufen, wo auf der Titelseite ein positiver Aufmacher steht, bin ich mir ziemlich sicher, wäre die Bild-Zeitung die erste Zeitung, die das ändern würde, wenn sich die positiven Aufmacher besser verkaufen. Also auch das liegt schon mit an uns. Jetzt gibt es ja noch eine kleine Frage. Was haltet ihr vom Quantum Finance System? Ja, ich habe mich damit beschäftigt. Es gibt da auch englischsprachige Webseiten und da haben dann auch Akademiker, also Menschen mit solchen Titeln, Artikel dazu verfasst. Ich habe mir das wirklich in der Tiefe näher angesehen. Und ich muss dazu nach meinem heutigen Kenntnisstand sagen, es ist ein Narrativ, es ist eine Legende. Ich habe noch keine Beschreibung gefunden, die mich jetzt von der Funktionsweise so überzeugt hätte, dass ich sagen könnte, ja, das ist jetzt nicht knackbar und das verhindert jede Form von Missbrauch und das verbessert das bestehende Geldsystem auf die Art und Weise, dass also viele Dinge, die wir im Alten erleben mussten, gar nicht mehr passieren können. So detailliert ist das nirgendwo beschrieben. Ja. Jetzt ist es natürlich am Ende des Tages auch wieder eine Glaubenssache. Ja. Man kann rein theoretisch
elektronische Geldsysteme ausreichend sicher machen und auch kontrollierbar, auch ohne, dass man quantenphysikalische Methoden anwendet. Ja, also das braucht es gar nicht. Wenn man es dann tut, kann man diese Technologie, wir wissen ja, dass also der Einsatz verschränkter Teilchen, ja, diese Verschränkungseffekte, insbesondere auch vom österreichischen Wissenschaftler Anton Zeilinger nachweislich, der hat ja eine Zeit lang auch mit den Chinesen kooperiert, ich weiß nicht, ob er das heute auch noch tut, also dass man das auch technisch nutzen kann, das ist klar. Ob das jetzt in dem Fall von den Amerikanern schon so weit entwickelt wurde, dass sie es tun können, dass sie also eigentlich das gesamte weltweite Zahlungssystem darauf umstellen können, kann ich nicht beurteilen. Ich kann auch nicht beurteilen, ob das jetzt zu unserem Vorteil passieren wird oder ob das, was vielleicht auch einige sagen, wieder ein Instrument der Versklavung der Menschheit sein wird. Ja, ich hoffe es nicht. Vielleicht können wir uns dann aus diesem System auch wieder ausklinken. Weiß es nicht. Ja. Aber wie gesagt, wir müssen in der heutigen Zeit damit umgehen können, dass wir für verschiedene Dinge immer nur eine Geschichte erfahren, eine Legende und ein paar Hinweise, die wir mit anderen Indizien aus anderen Quellen dann querprüfen können. Und es liegt dann letztlich an uns, ob wir jetzt ein darauf basierendes Glaubenssystem errichten wollen oder nicht. Ich für mich selbst habe mich inzwischen schon daran gewöhnt, mehrere konkurrierende Interpretationen gleichzeitig nebeneinander leben zu lassen. Ja. Das heißt, ich setze nicht auf genau nur diese eine Möglichkeit, sondern ich lasse zwei, drei andere Interpretationen ähnlich, in ähnlichen Rang nebeneinander bestehen und verschiebe eine Entscheidung auf die Zukunft, wenn mir einfach dann bessere, überprüfbarere Informationen zur Verfügung stehen. Ich glaube, dass wir das in der Zukunft einfach lernen müssen, dass wir so mit Unsicherheit umgehen. Und ich sage absichtlich Unsicherheit zum Unterschied von Risiko, weil der Risikobegriff ist statistisch definiert. Risiko gibt es nur dann, wenn es eine konkrete Verteilung gibt und die ist erstens bekannt und zweitens stabil. Ja, dann macht der Begriff Risiko zusammen mit Standardverteilung und Mittelwert statistisch einen Sinn. Da das aber nur passiert bei historischen Prozessen, die in der gleichen Art und Weise immer wieder ausgeführt werden, zum Beispiel bei Bestandsmaschinen, ja, oder zum Beispiel, wenn Sandkörner vom Wind verblasen werden, ja, oder andere Abläufe, die immer wieder genau gleich funktionieren, hat das in der menschlichen Geschichte, auch in der Soziologie und in der Ökonomie, eigentlich keinen Platz. Dort müssten wir richtigerweise eben von Unsicherheit sprechen. Und für Entscheidungen in der Unsicherheit gibt es kaum tragfähige wissenschaftliche Methoden. Das ist vielleicht unbefriedigend, aber dafür ehrlich. Ja. Das heißt, das muss jeder mit seinem eigenen Bewusstsein ausmachen, auf welches Pferd er da setzen will, und darf nicht enttäuscht sein, wenn es sich in der Zukunft dann doch anders entwickelt. Also jetzt sind wir schon bei 21 Uhr, offiziell Ende. Es sind noch ein paar Fragen. Wie machen wir es? Beantworten wir die noch so in Kürze? Ja, ich würde vorschlagen, machen wir halt jetzt dann eine Deadline. Sagen wir, alle Fragen, die jetzt hier in der Liste stehen, die beantworten wir noch. Und wir bitten dann eben um das Verständnis, jetzt keine neuen Fragen mehr hineinzustellen. Aber wie gesagt, wir können ja ankündigen, dass wir zum Beispiel in einem Monat wieder eine ähnliche Veranstaltung machen zu den Fragen, die sich bis dann ergeben haben werden. Das macht vielleicht Sinn, weil wir haben ja im Moment auch wirklich schnell einen neuen Erkenntnisgewinn. Ich kann mir vorstellen, manches wissen wir in einem Monat schon wieder genauer und dafür gibt es auch wieder neue Fragen, bin ich mir ziemlich sicher. Genau. Ich würde gerne auf die Frage mit den Nanopartikeln eingehen, ob man die deaktivieren unschädlich machen kann. Mit Magneten, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich arbeite ja rein energetisch und ja, also die Nanopartikel selber wirken ja nur durch die Information, die ihnen aufgespielt ist. Und die kann man relativ einfach neutralisieren. Dann hat jemand gefragt, ob ich Klaus Schwab wahrgenommen habe, ob das ein Mensch ist oder nicht. Was ist ein Mensch? Haben wir schon am Anfang des Gesprächs besprochen, ne? Ich nehme ihn tatsächlich als Besitzer einer Seele wahr, ja. Also da ist eine Seele drin in dem Körper, das ist keine Maschine. Es gibt aber durchaus Wesen, gerade auf unserer Erde, wenn man da Wesen sagen kann, bei denen ich keine Seele wahrnehme, die wir so in den Mainstream-Medien umherlaufen sehen. Ja.
Und dann war noch die Frage zu den Prophezeiungen. Da kann vielleicht auch Franz noch was dazu sagen. Aus meiner Sicht ist es so, also die Frage mit Illmayer, Casey und so weiter, die haben ja alle sowas wie den Dritten Weltkrieg oder Polsprünge, Überschwemmungen, Naturkatastrophen und so weiter, Vulkanausbrüche vorausgesagt. Ich habe mich da sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, viele Jahre. Ich konnte das auch immer wieder sehen und dann aber doch nicht. Und irgendwann bin ich auf die Forschungen gestoßen mit dem Montauk-Projekt und auch dem Philadelphia-Experiment. Und es deutet sehr vieles darauf hin, dass da die Zeitlinie verändert wurde. Also dass da ein Riss im Raum-Zeit-Kontinuum sozusagen entstanden ist und sich die Dinge verändert haben. Also man kann die abrufen, aber sie sind nicht direkt in der Linie mit uns verbunden. Von daher gehe ich davon aus, dass die nicht kommen. Ja, da kann ich vielleicht etwas ergänzen. In meiner persönlichen Sichtweise sind ja diese Vorhersagen metaphorisch gemeint und nicht eins zu eins bildlich zu verstehen. Ja, also es ist immer eine Frage der Interpretation. Es gibt zum Beispiel, das ist sehr relativ bekannt, Nostradamus, die Interpretationen seiner Vorhersagen bis hin zu den Vorhersagen selbst, die wurden erst später, viel später geschrieben und erarbeitet und dann teilweise den tatsächlichen historischen Verläufen auch angepasst. Ja. Also es ist wirklich sehr schwer, hier die Spreu vom Weizen zu trennen. Es gibt hier eine schöne Frage noch in diesem Zusammenhang, wie das mehr meiner Meinung nach immer herausfordernder Kindern den Unterschied von Fake News und Fakten zu vermitteln. Ich kann hier ein kleines Taschenbuch empfehlen, so wie auch meine Studenten. Ja. Steht also auf der Empfehlungsliste bei mir. Und zwar von Ludwig Fleck. Das war der Erfinder des Fleckfiebers, ein Pole, der in einem deutschen KZ gearbeitet hat und dort, und das ist wirklich interessant, einen Impfstoff gegen Fleckfieber entwickelt hat und dann dafür gesorgt hat, dass die deutschen Wachsoldaten immer fehlerhafte Impfstoffe erhalten haben. Ja, das war also quasi seine Rache, ja, an den Aufsehern. Und der war dann letztlich aber ein Wissenschaftstheoretiker. Und er hat das schöne Büchlein geschrieben, Ludwig Fleck, Ludwig mit K am Ende, Fleck mit CK, die Entstehung einer wissenschaftlichen Tatsache. Und das ist etwas, was die meisten Menschen nicht wissen. Die meisten Menschen, und das macht sie ja auch erkenntlich für einen wirklichen Fachmann, als wissenschaftlich Ungebildete, als Laien, die meisten, die sich selbst als Wissenschaftler betrachten, sprechen von wissenschaftlichen Tatsachen wie ein Gottesgebot. Ja? Etwas Unumstößliches, das immer schon so war und sich nie verändern kann. Wissenschaftliche Tatsachen haben sich in der Vergangenheit, und das ist auch heute noch so, immer nur normativ als Setzung entwickelt. Das heißt, wenn eine Gruppe, eine ausreichend mächtige Gruppe von Fachexperten einfach definiert, das ist so, dann ist damit eine wissenschaftliche Tatsache erzeugt. Und auch bei Experimenten kommt es immer auf die Prämissen an, unter denen ein solches Experiment veranstaltet wird, weil das setzt dann die Grenzen, was mit diesem Experiment bewiesen oder widerlegt werden kann. Ja, das ist ganz, ganz wesentlich, dass man sich mit diesen wissenschaftstheoretischen Fundamenten auseinandersetzt, dann wird man nie wieder in den Irrtum verfallen. Wissenschaftliche Tatsachen seien also so etwas Ähnliches wie die Säulen des Universums, ja, kommen aus der Ewigkeit und werden ewig Geltung haben. Ja, bleibt ihr in Deutschland bzw. Österreich für die nächsten 5 Jahre oder auswandern? Also ich kann nur sagen, ich wandere definitiv nicht aus. Ja? Weil ich bin erstens kein ängstlicher Mensch, sondern ein unverbesserlicher Optimist. Ich freue mich dann schon sehr auf unsere wiedergekehrte Reisefreiheit. Ich werde mich dann ziemlich viel herumtreiben, würde ich mal sagen. Das ist absehbar. Aber ich werde auch immer gerne wieder zurückkehren. Ich werde auch euch dann gerne besuchen. Ja. aber auswandern ist für mich keine Option. Da hänge ich mich noch mal dran, da kann ich auch noch mal leichter was sagen zu zwei der Sachen, die hier stehen. Bleibt ihr in Deutschland, Österreich? Ich glaube, dieser Transformationsprozess, der im Moment ansteht, sich innerlich von vielen frei zu machen, den erlebt man überall. Wenn man den nicht in Deutschland erlebt oder in Österreich, erlebt man den in der Schweiz oder in Italien oder in Südamerika oder in Afrika. Ich glaube, es geht im Moment mehr um diesen Weg, diesen Bewusstseinsweg, egal an welchem Ort der Welt man sich aufhält. Und es ist viel mehr Reisefreiheit, als vielen Leuten bewusst ist. Also ja. Wie viele Leute ich gehört habe, die gesagt haben, naja, ich habe mich jetzt zweimal impfen lassen,
damit ich reisen kann. Also ich, Leute, ich habe mich nicht impfen lassen, aber ich reise trotzdem. Also ich habe es jetzt ja nur bei manchen Grenzen ausprobiert. Ja, aber was ich gereist bin über Grenzen in den letzten anderthalb Jahren, nie kontrolliert worden bin. Und wenn ich mal kontrolliert worden wäre, ja Gott, was hätte ich gemacht? Ich wäre mit dem Zug zurückgefahren, hätte zwei Stunden gewartet, hätte es mit dem nächsten Zug wieder probiert oder an einem anderen Grenzübergang probiert. Also ich glaube, man darf sich da nicht so ins Boxhorn jagen lassen. Und zu der Frage mit den Kindern wollte ich auch noch was anhängen. Die Fakten von heute sind ja oft die Fake News von morgen. Haben wir ja historisch schon ein paar Beispiele dazu gegeben. Ich glaube, es geht wirklich darum, den Kindern vielleicht eine andere Haltung zum Umgang mit Wissen mitzugeben und nicht immer in dieses Schwarz-Weiß, ist es Fakt, ist es Fake News, oder ich glaube, das ist eine Sackgasse in sich, wo wir nicht weiterkommen. Aber da würde ich jetzt nochmal ein großes Fass aufmachen, über was wir außerdem eh schon viel gesagt haben, wo Franz auch nochmal viel dazu zu sagen hätte. Aber uns das immer wieder bewusst zu machen, es geht nicht darum, schwarz oder weiß alles im Moment richtig beantworten zu können. Genau aus der Sackgasse müssen wir raus. Und den Kindern das von vornherein ordentlich gleich beizubringen, dass das eine Sackgasse ist. Also für mich ist es immer ganz wichtig mit den Kindern, dass ich ihnen von Anfang an beibringe, auf ihr Herz zu hören. Denn ich habe bei mir, vor allem in meiner Schulzeit, irgendwann gemerkt, das ist jetzt meine Wahrnehmung, da hat jeder eine andere, aber bei mir war es so, dass ich irgendwann gemerkt habe, wenn ich in Geschichte zum Beispiel zugehört habe, bei manchen Dingen sind Filme vor meinen Augen abgelaufen, da hatte ich einfach lebendige Bilder und dann wusste ich, ja, so war das. Also da hätte ich gerade in die Geschichte reinspringen können und bei anderen blieb es tot. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dann stimmt das so auch nicht. Also wir haben dieses Wahrheitsorgan, diesen Kompass in uns und wir müssen wirklich raus aus dem Kopf, das hat der Bernd auch so schön vorhin geschrieben in den Kommentaren, und wieder rein ins Herz. Und unsere Kinder können das. Die sind im Herzen und irgendwann werden sie rausgeschubst, weil die ganze Welt so verkopft ist. Und das ist, glaube ich, unsere größte Aufgabe an den Kindern, sie wirklich so sein zu lassen, wie sie sind und in ihrem eigenen Herzenspotenzial zu fördern. Und ihnen nicht unsere Wahrheiten aufzudrücken, die sind oft viel, viel weiser, als wir es sind. Und damit ist vielleicht auch noch diese Frage nach der Geschichte beantwortet. Da hat auch jemand gefragt vorhin, ich habe es jetzt nicht mehr gefunden, wie wir über die Geschichtsfälschung denken. Also das wäre jetzt auch viel, viel zu groß. Absolut eine Frage, gerne fürs nächste Mal, kommen wir nächsten Mal wieder rein. Bitte vorher, das nächste Mal, gehen wir gerne da. Ja, es ist eine tolle, tolle Frage. Wir gehen gerne drauf ein. Vor allem der Franz, ich lass dich reden. Aber es ist natürlich absolut so, dass wir ganz, ganz falsch informiert sind. Wir können gar nicht besonders weit zurückblicken. 2, 3 Generationen. Und dann war es das schon langsam. Und es muss uns klar sein, dass man uns da eigentlich alles erzählen kann. Ich würde gerne jetzt abschließend noch sagen, dass ich euch von Herzen danke, euch da zu Hause, die ihr da eure Fragen reingeschrieben habt. Da war so viel Wertschätzung drin, da war keine Quatschfrage. Also es war wirklich eine ganz schöne, herzliche Runde. Natürlich mit euch wieder, Franz und Peter, aber auch wirklich hier die Fragen, die Antworten, die Wertschätzung. Vielen, vielen Dank. Finde ich richtig toll. Und ja, wir alle stecken in dieser Veränderung und jeder hat da seine Felder, wo er noch dran arbeiten darf. Und wir schaffen das gemeinsam. Ja, ich freue mich ganz besonders über dieses reife und aufgeklärte Publikum und möchte die gleiche Wertschätzung euch allen auch wieder zurückgeben. Ja, es ist immer wieder schön. Ich kann nur sagen, es gibt für einen Lehrer nichts Schöneres, als irgendwann von seinem Schüler lernen zu können. Und ich spüre, dass wir jetzt wirklich schon sehr nah an diesen Punkt kommen. Franz, du hast mir jetzt ein bisschen vorne weggenommen. Ich wollte auch sagen, ich lerne sehr viel aus diesen Dialogen. Das weiß ich sehr zu schätzen. Toll. Und toll, wie gesagt, dass man das ganz offen sagen darf. Ich kann mich an die Zeit erinnern, da musste man auch immer vorne stehen. Der Guru, der weiß alles und die Menschen haben das erwartet. Es geht einfach wirklich um eine neue Haltung. Und es ist schön, das so mal erleben zu dürfen. Danke. Bis zum nächsten Mal. Wir informieren euch. Abonniert den Kanal hier, da kommt alles. Abonniert Franz' Telegram-Kanäle, meinen, Peters.
Ich verlinke das unten alles, wo ihr uns findet. Das war auch vorhin noch eine Frage. Wir können es nicht jedes Mal alles aufzählen, aber unten sind die Links. Alles Gute, schönen Abend noch euch. Ciao. Tschüss.